So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie noch einmal begrüßen. Schön, dass Sie alle wieder da sind. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben schon viel gehört an diesem Konferenztag, aber die meisten Themen, die wir heute besprochen haben, haben wir aus dem europäischen Blickwinkel besprochen. Und gerade wenn wir von Ernährungssicherheit und Ernährungsgerechtigkeit sprechen, dann tut der globale Blick Not und ist so unendlich wichtig. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass zu unserem nächsten Topic Frau Dr. Uma Obama, Soziologin und Autorin, die Keynote halten wird. Und ich freue mich sehr, dass Frau Magister Doris Schmidauer, Gattin des Bundespräsidenten, mit Frau Obama freundschaftlich und beruflich verbunden, im Auditorium ist und uns lauschen wird. Schön, dass Sie da sind. Titel dieses Topics: Kalkül und Courage. Wer sitzt mit am Tisch? Ich darf wie zu Beginn jedes Topics zunächst einmal den Kooperationspartner aus der Wirtschaft kurz zum Gespräch bitten, die uns diese Zukunftskonferenz ermöglichen. Ich begrüße Leopold Gollecker, er ist der Geschäftsführer von Good Mills. Herzlich willkommen. Bitte schön, Herr Gollecker, das gehört Ihnen. Good Mills ist Österreichs größte Mühlengruppe. Jährlich vermahlt die Gruppe rund 200.000 Tonnen Getreide, beliefert damit Bäcker, Industrie, Lebensmittelhandel. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit denn in Ihrem Unternehmen? Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich möchte vielleicht noch anmerken, Sie haben die österreichische Tochter hier zitiert. Die Good Mills Group ist in 7 Ländern tätig und wir verarbeiten 3 Millionen Tonnen Getreide und produzieren 2,4 Millionen Tonnen Mehl. Also leisten wirklich einen substanziellen Beitrag zur Ernährung in Zentral- und Osteuropa. Und Nachhaltigkeit ist natürlich in jedem Agrarunternehmen ein Thema. Wir haben das Glück, dass so quasi die klassische Industriemüllerei ein an sich sehr grünes Geschäft ist. Ja, also wir geben Wärme ab, wir verbrauchen Strom. Wir scheiden etwas Wasser aus, das wir vorher über das Getreide rinnen haben lassen. Aber natürlich ist es ein Thema, wenn man in die Wertschöpfungskette hinuntergeht und uns beschäftigt, da vor allem der Transport, ja, wenn Sie 3 Millionen Tonnen zu Ihren Standorten transportieren und wegtransportieren, das ist natürlich ein großes Thema für uns, wo die Lösung noch nicht so klar ist und das wird auch noch nicht so einfach. Und das andere Thema ist natürlich der Rohstoff. Ja. Und da ist das große Thema, dass das CO2 im Dünger eigentlich liegt. Ja. Mhm. Und es sind Herausforderungen, die wir uns natürlich für mehrere Fruchtsorten sich stellen, aber im Kern sind es unsere Fokusgebiete. Also wie kann man im Getreide quasi besser werden und wie kann man im Transport besser werden? Ein Thema, das in diesen Zeiten besonders bewegt, ist das Thema Versorgungssicherheit und damit verbunden aber auch Preisstabilität. Wie können Sie das gewährleisten? Und Sie sehen, ich bin natürlich aufs Getreide fokussiert. Ja. Getreide, sage ich immer, ist ein lokales Gut. Also wir sourcen das Getreide zum Großteil im Umkreis von 200 bis 300 Kilometern maximal um die verschiedenen Standorte. Darum haben wir auch 24 Standorte, weil es bleibt einerseits ein lokales Geschäft, ja, der Logistikseite her. Aber natürlich ist es vom Pricing global. Ja. Jeder Bauer, jeder Trader schaut jeden Tag auf die globalen Preisbewegungen in diesem Gut und dadurch sind wir natürlich extremen Volatilitäten ausgesetzt, wie jeder wahrscheinlich über die letzten Jahre weiß, also ich sage nur Stichwort Ukraine, Russland. Ja. Die Preisstabilität, die stellen wir sicher, indem wir einerseits Finanztools verwenden, also für uns ist die landwirtschaftliche Absicherungsmöglichkeit an Börsen wirklich wichtig. Es gibt nämlich sonst oft keine Tools, um 12 Monate ein Gut abzusichern. Und natürlich die guten Verbindungen direkt zu Landwirten und auch direkt zu Händlern, mit denen man auch das eine oder andere Back-to-Back-Geschäft machen kann. Wir haben im vorigen Topic von Hanni Rützler schon gehört, dass pflanzenbasierte Ernährung einen Food-Trend darstellt. Also diese Entwicklung an Bedeutung noch zulegen wird. Welche Ansätze verfolgen Sie da? Also ich sage erstens immer, wir sind, also Brot ist eins der fast ältesten pflanzenbasierten Nahrungsmittel, die wir haben. Also auch Europa ist ja auf der Kulturpflanze Getreide eigentlich gewachsen. Und man spürt es ja auch, Brot ist ein sag ich mal, etwas besonderes Nahrungsmittel als viele andere. Ja.
Wir gehen aber natürlich auch in diese Richtung, wo kann sich in der Zukunft der Foodtrend hinbewegen. Und unser Ansatz, den wir verfolgen, ist, dass wir Fleischersatzprodukte auf Basis von Weizenextrudaten in Kombination mit europäischem Soja in den Fokus gesetzt haben. Und warum glauben wir an das? Weil wenn man sich die ganzen Grundrohstoffe ansieht, wo man Fleischersatzprodukte herstellen kann, ist das immer noch eine der effizientesten und günstigsten Mischungen. Und das sage ich auch, in der Lebensmittelernährung haben wir natürlich viele Ansätze, wenn es um Hochwertigkeit, um Nachhaltigkeit geht, aber die breite Bevölkerungsmasse, wenn sie hunderte von Millionen Menschen gut und günstig auch ernähren wollen, und das günstig ist leider, obwohl wir es oft gern anders hätten, bei den Konsumenten immer noch ein echt wichtiger Faktor, dann ist das eben ein Ansatzpunkt, an den wir glauben und wo wir sehr gute Grundrohstoffe für die weiterverarbeitende Industrie anbieten. Danke für diesen kurzen Einblick in Ihr Tun. Danke für die Kooperation mit der BOKU und die Ihre Unterstützung bei dieser Dankeschön, Konferenz. Gerne. Dankeschön, Herr Gollecker. Und ich freue mich jetzt sehr, Auma Obama am Podium begrüßen zu dürfen. Sie ist Soziologin, Germanistin und Autorin, ist in Kenia geboren und aufgewachsen. Für ihr Studium zog sie nach Deutschland. 2010 gründete sie die Saudi Q Foundation. Ziel der Stiftung ist es, finanziell und sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen im ländlichen Kenia eine Stimme zu geben. In der Dokuserie Farm Rebellion, die ja vielleicht manche von Ihnen mitverfolgt haben, war sie die Expertin und hat einen Einblick in die landwirtschaftliche Entwicklung Kenias gegeben. Wir freuen uns sehr auf Ihren Impulsvortrag. Herzlich willkommen. Wow. Guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen, vielen Dank, dass ich hier dabei sein kann bei dieser Konferenz. Sehr wichtig. Und ich möchte meine Impulse zum Thema geben. Und zwar will ich ein bisschen erzählen, was wir machen, was ich mache in meiner Stiftung in Kenia. Die Stiftung heißt Sauti Ku und Sauti Ku bedeutet starke Stimmen. Die starke Stimmen, weil ich arbeite mit jungen Leuten, Kindern und Jugendlichen, 4 bis 25 Jahre alt. Und sie müssen eine Stimme haben, genauso wie sie es haben, um zu erzählen, was sie wollen, was nicht in Ordnung ist, was geändert werden muss, müssen die das auch haben. Gleichzeitig werden wir daran arbeiten, dass sie eine Stimme haben, arbeiten wir daran, dass sie auch ihr Leben verändern zum Besseren. Ich versuche das im Kontext dieses Themas einzubauen. Also, zukunftsfähige Landwirtschaft und nachhaltige Ernährung ist nur möglich, wenn wir bestimmte Faktoren berücksichtigen. Wir haben von ökologisches geredet, gerade in Bezug auf Anbau, ökonomisches in Bezug auf Finanzieren, ist es bezahlbar und sozial, ob wir es überhaupt wollen, ob wir es können, ob die Umgebung, in der wir wohnen, es möglich machen, dass wir auch nachhaltig uns gut ernähren. Ich möchte ein paar Lösungen ansprechen und Maßnahmen, die ich denke wichtig sind, die wir auch bei uns machen. Das erste, Bioanbau, Biolandwirtschaft, was in Österreich ziemlich fortgeschritten ist und was mich sehr freut, weil ich die Möglichkeit hatte, viele Bauernhöfe zu besuchen und zu sehen, was hier gemacht wird. Sehr fortschrittlich. Permakultur, für viele ein Fremdwort, weil das im Einklang mit der Natur zu arbeiten ist, ein Ökosystem zu benutzen, was nicht so auf Große gelegt ist, vielmehr auf Diversität und Vielfalt. Was auch wichtig ist, auch ein wichtiges Thema. Was essen wir? Wenn man daran denkt, was man auf dem Tisch hat und was man regelmäßig isst, wird man merken, dass man so wenig von dem, was man essen könnte, isst. Ich war auf einem Bauernhof hier und hatte, glaube ich, waren 8 Sorten von Karotten gesehen. Ich wusste gar nicht, verschiedenen Farben. Ich wusste, Karotten sind orange und das ist es. Es gibt viel, viel mehr da draußen, was wir benutzen können. Wiederverwendung, sehr, sehr wichtig als Thema, Abfall. Ich muss sagen, ich rede aus der Perspektive einer Afrikanerin, das heißt, wir sind nicht die Schuldigen, was das angeht, sage ich mal einfach pauschal. Ich erkläre mich ein bisschen später. Diesen Abfall, den wir hier produzieren, wir ersticken dran und merken das gar nicht. Unsere Meere schreien, weil so viel Plastik im Wasser drin ist. Das merken wir eigentlich nicht so sehr. Und was bei uns und bei mir, wenn ich in Europa rede über diese Themen,
Was mir ein bisschen Angst macht, ist, dass alles so ordentlich aussieht, alles so organisiert aussieht. Wie Bab sagen würde, für die, die Bab noch kennen, allglatt. Und man hat den falschen Eindruck, dass es hier okay ist, alles gut läuft, alles in Ordnung ist, weil man das nicht sieht. Bei uns sieht man sofort Dreck, in Unordnung, alles sieht man, das ist alles vor uns. Sieht man, sobald man vom Flughafen kommt und in Richtung Stadt fährt. Also Abfall, das ist auch ein Thema für uns. Wir müssen versuchen, und das ist das, was wir machen mit unserer Förderung von Bioanbau, wir versuchen, dass unsere Leute nicht mal anfangen, synthetische Dünger zu benutzen. Und das ist das Tolle für uns, weil ich auf dem Land arbeite, wo noch nicht alles so, wenn man so will, entwickelt ist oder urbanisiert, verstaatlicht ist, dass die Leute noch ein bisschen natürlicher leben. Und daran arbeiten wir, dass das nicht passiert, dass die Menschen dann die Fehler machen, die in Europa gemacht worden sind. Ernährungssysteme, wie man anbaut, womit man sich ernährt. Wir haben vorhin darüber geredet, dass bald die Leute auch andere Proteinsorten suchen werden. Und das sind auch darunter Insekten. Wenn man das hört, denkt man, oh je, schrecklich. Aber wir nennen sie nur Insekten und haben Angst davor, weil wir sie nicht eingeführt haben als Essen vorher. Für mich ist, was ist ein Frosch anders als ein, wenn man so will, ein großes Insekt? Wenn man Frösche nicht isst, ist es auch nichts Schönes. Wenn man Schnecken nicht isst, das ist auch nichts Schönes. Aber man muss offen sein und überlegen, was gibt es für Alternativen? Wie können wir divers noch essen, ohne dass wir die Natur beeinträchtigen? Also wir müssen aus unserem Komfortbereich rauskommen und versuchen, unser Leben so zu verändern, dass wir mit der Natur im Einklang leben. Brennnessel wächst wild. Und ich habe erfahren, Brennnessel ist nicht nur ein Heilungsmittel, es ist ein Tee, es ist ein Gemüse. Aber wer kann die Hand hochhalten und sagen, man hat vor ein paar Tagen oder überhaupt jemals Brennnessel gegessen? Oh, gut. Oh, toll. Ups. Ich bin am falschen Ort. Wie man so sagt, I'm preaching to the choir. Also das ist aber gut, weil das ist so eine Sache, ich wusste es nicht, dass man Brennnessel essen konnte. Und wenn man in den Wald geht, sieht man so viel davon. Also das ist schon, das sieht man, es ist schon Hoffnung da. Also wir müssen anders anbauen. Man kann auch seine eigenen Sachen anbauen, auch auf dem Balkon, ich zeige es nachher. Aufforsten, sehr, sehr wichtig. Waldbedeckung. In Österreich wieder sage ich, die Österreicher sind ein bisschen fortschrittlicher und man sieht, dass da unheimlich viel gemacht worden ist. Und ich sage das nicht nur, weil ich befreundet bin mit dir, Doris, oder weil ich hier in Österreich bin. Ich habe es gesehen. Wir haben auch Leute hierher gebracht, die trainiert haben, was Forstwirtschaft angeht. Um diese Klima zu regulieren, wovor wir so viel Angst haben, die vielen Fehler, die passieren, was diese Klimaprobleme angeht, die sind Probleme, die wir selber machen. Die können wir wieder auflösen. CO2 ist kein Problem. CO2 ist nicht etwas, wovor wir Angst haben müssen. Wenn wir im Einklang mit der Natur leben und CO2 in den Boden reinfließen lassen, dann ist es kein Problem. Aber wir betonieren alles zu. Ich rede jetzt von Europa erstmal. Wir betonieren alles zu. Das Wasser weiß nicht wohin, dann gibt es Überflutung. Es ist zu warm, wir sagen im Sommer, es ist immer wärmer geworden. Aber wenn wir merken, dass wir in der Hauptstadt laufen, da ist ja alles zu betoniert und dann auch noch hell. Es ist normal, dass wenn es hell runter scheint, dann kommt es wieder hoch. Und das ist diese Wärme, die wir spüren. Wir haben diese Probleme selber ins Haus gebracht. Wir mussten uns um unseren Boden, um unser Wasser kümmern. Wir mussten gucken, dass unsere Erde gesund ist. Und auch die Tiere. Wieder gibt es einen Zündenbock, der Kuh. Der Kuh ist nicht das Problem. Die Kühe sind nicht das Problem. Wir sind das Problem, wenn wir Fleisch essen wollen. Oder, wir haben vorhin von Flexitarier geredet, ich habe gesagt, Flexitarier versuchen, Vegetarier zu sein und schaffen es nicht. Aber wir können es, wir können weniger Fleisch essen. Unsere Vorfahren, unsere Großeltern, Urgroßeltern haben weniger Fleisch gegessen und es ging denen auch gut. Mit dieser Kühe auch, diese dürfen wir nicht in einem Stall stecken, wir müssen die draußen haben. In Europa gibt es vielleicht weniger Platz, dass man nicht ohne weiteres die draußen haben könnte. Aber bei uns hat man die draußen. Den Zweck von einem Kuh ist nicht nur für Fleisch. Es läuft rum, es hat Dünger,
dieser Dünger wird benutzt, es läuft auf dem Boden, es verarbeitet diesen Boden. Es gibt sogar Techniken, man kann es auf YouTube sehen, wo die Leute die Kühe Kuhzucht haben, dass die Kühe von einem Ort zum anderen bringen, damit sie diese Erde bearbeiten. Wo die gehen, wo die ihr Number Two machen und so weiter und so weiter. Dass man da, ich wusste nicht, wie man das auf Deutsch sagt, das, aber Sie verstehen schon. Also daran muss man denken, es ist sehr, sehr einfach und ich will versuchen, das zu zeigen. PowerPoint ab, mit einem PowerPoint und Sie gedulden, weil ich nicht oft PowerPoints mache und ich muss jetzt hier drauf drücken, kann sein, dass ich zu schnell oder zu langsam bin. Ich zeige, was bei mir in der Stiftung passiert. Als erstes ist es um Kinder. Wie vorhin gesagt, von 4 bis 25 Jahre alt. Man sieht, die Kinder sind nicht, haben keine großen Bäuche, sind nicht zu dünn. Es geht nur darum, dass was in ihren Köpfen vorgeht, geändert wird, dass sie eine Einstellung haben, dass sie ihr Leben besser verbessern können mit eigener Kraft. Also Armut ist keine Ausrede. Wieder nochmal ein Kind, das sagt, meine Zukunft gehört mir. You are your future. Das ist der Ausgangspunkt, um die eigene Zukunft zu ändern, um das Leben zu verbessern. Das ist die Gegend, wo ich arbeite. Im Westen von Kenia, Alegosia. Da sieht man, wie viel Land man hat. Die Menschen dort bebauen das Land nicht oder kaum. Außer die Leute, die bei uns jetzt sind. Weil wir gesagt haben, wenn man so viel Land hat, kann man sich ernähren. Man darf nicht sagen, dass man nichts hat. Ich benutze das, was ich habe, um zu bekommen, was ich brauche. Das ist das Land. Das Land wird bebaut. Wir fangen da. Ich höre irgendwie, muss ich hier zuhören? Ich merke, dass meine Stimme verschwindet. Das geht? Okay. Wir müssen bebauen das Land und wir fangen ganz einfach an mit Küchengärtchen. Dass die Küchengärtchen haben, die Kinder lernen, wie diese Gärtchen bearbeitet werden, beziehungsweise da gebaut wird, die Eltern auch. Und man sieht, dass das direkt ist bei den Häusern. Und da ist Obst dabei, Gemüse dabei. Und danach können die dann später auf den größeren Feldern. Und dann können die das benutzen, um sich zu ernähren, auf den Tisch Essen zu bringen und auch gleichzeitig auf dem Markt zu verkaufen und damit was verdienen. Wenn man keinen Platz hat, weil man könnte sagen, in Europa gibt es das nicht, ich habe nur einen Balkon, dann gibt es mobile Gärten, Portable Gardens, die man entsagt. Inzwischen kennt man das auch hier, glaube ich, weil überall auf der Welt gucken alle, besonders sogar in Singapur und solche Orte, diese vertikale Garten oder auf dem Dach, da gibt es Möglichkeiten, man kann das eigene Essen anbauen. Und natürlich gibt es dann die Tiere. Damit arbeiten wir mit den Menschen, dass sie die Tiere züchten und gucken, dass sie auch davon leben können. Flexitarier-mäßig. Dann haben wir, was sehr, sehr wichtig ist für uns, Bäume pflanzen. Auch in dieser Gegend von Siaya, man hat da gesehen auf dem Bild, da waren kaum Bäume. Die haben wir alle abgeschnitten für Holz, weil wir mit Holz kochen, diese drei Steine. Und da gibt es nur 2% Waldbedeckung. Das versuchen wir wieder zu beheben mit den Kindern und Jugendlichen und den Eltern auch. Und was dabei rauskommt, und dieser junge Mann ist nach Österreich gekommen, hat bei den Bundesförstern, ich kann kein Umlaut, Förstern, genau, bei den Leuten hat er Training gemacht und ist dann zurück und hat sein eigenes Baumschulgeschäft angefangen. Und inzwischen wird sein Bauernhof benutzt als Vorzeige, um zu zeigen, was man machen kann. Warum machen wir das? Oh, und noch was dazu. Wasser braucht man. Da haben wir geschaut, dass die Leute anfangen, Regenwasser aufzufangen. Weil man sieht bei diesen Dächern, dass man Blechdächer benutzt bei uns. Die mögen das. Die Hütten mit Heu sind weg, tut mir sehr leid, es ist sehr traurig, weil die sehr wunderschön sind, aber die benutzen diese Blechdächer und tun kein Auffangmöglichkeit für das Wasser. Das Wasser läuft einfach weg. Das haben wir jetzt eingeführt, damit die das Wasser auffangen, damit die Bäume überleben eigentlich. Es ist auch in unserem Sinne. Wir machen Projekte, die wirklich weiterhin funktionieren müssen, damit es nicht nachher heißt, oh, wir hatten kein Wasser. Es gibt keine Entschuldigung. Armut ist keine Ausrede, das geht nicht und das versuchen wir zu bekämpfen. Also, diese Bäume, die wir versuchen zu schützen, so sieht es aus, wenn wir es nicht machen. Das war mal ein Baum, das ist der letzte Rest von dem Baum und man macht dann Kohleholz. Das ist der Norm. Dieses Holz von einem Baum kann man nur 7 Tage benutzen. Ein ganzer Baum ist weg für 7 Tage Holz und das ist dieses Herd da, dieses kleine metallene Ding, nennt man ein Jiko bei uns.
Was man macht und was man früher gemacht hat, hat man drei Steine, die benutzt man immer noch. Es gibt Familien, die noch so leben. Und man sieht das Holz da oben und dieses Holz brauchen sie für 3 Tage. Das heißt, sie benutzen sehr, sehr viel Holz, um überhaupt zu kochen. Und da macht man, da muss man 3-mal am Tag, ich glaube sogar, das reicht nicht mal für 3 Mahlzeiten über 3 Tage. Was wir eingeführt haben, ist, was wir ein Kendo nennen, Energiesparküche. Und da kann man mit dem bisschen Holz, das wir hier haben, mindestens 7 Tage kochen. Und man hat keinen Rauch in der Hütte, man kann sitzen, man kann in Ruhe kochen und man hat keine Angst, dass jemand kommt und stehlt was, weil man kann mit diesem Herd nirgends hin, es ist am Boden fest. Und noch dazu, das Wichtigste ist, wir gucken, dass diese Küchengärtchen direkt dort neben der Küchenhütte ist, der Kendo, das nennt man ein Kendo. Und da sieht man die Patricia, wie sie da kocht und sehr glücklich ist. Und es ist nicht teuer zu machen, weil das ist auch die andere Sache. Man redet von, oh, wir wollen was machen, wir wollen was verändern, wir wollen nachhaltig sein, aber es muss auch bezahlbar sein. Man hat auch vom Essen geredet, ob man gesund und günstig essen kann. Man muss das bezahlen können. Und wenn man das alles kombiniert, und das ist, was wir versuchen zu machen, kann man nachhaltig ein besseres Leben machen, kann man sich besser ernähren und man kann diese Landwirtschaft benutzen, um das Leben zu verbessern. Ich will was hinzufügen, weil da ist noch ein bisschen was, was ich hier noch lesen muss. Ich sage immer, die Zukunft liegt in Afrika. Der Grund, warum ich das sage, ist, weil mit all den Problemen, die wir jetzt haben, wohnt die Mehrheit von den Afrikanern, 70%, auf dem Land. Die sind abhängig von ihren Bauernhöfen. Das Wichtigste für uns alle ist das Essen. Es ist unheimlich wichtig, bei all dem, was passiert mit dem Boden, mit dem Wasser, mit der Luft im Westen, dass wir dieses Kontinent einen anderen Weg gehen lassen, damit wir später was zu essen haben. Das letzte Bastion, man sagt immer, the food basket of the world, das wird Afrika sein. Und ich sage es ganz im Ernst, ob man mir glauben will oder nicht. Wir müssen auf dieses Kontinent aufpassen. Und jetzt pauschalisiere und rede ich von Afrika als Kontinent, als ein Ding, weil es im ganzen Kontinent, in allen Ländern so ist. Und ich zeige Ihnen dann die Bilder von diesen jungen Leuten, die Zukunft sind. Das sind diese jungen Leute. Und man könnte sagen, das ist bei uns in der Stiftung, man könnte sagen, ah ja, dann kann man denen was erzählen, die Armen, die muss man helfen. Aber ich sage Ihnen, bald müssen Sie uns helfen, diese jungen Leute, weil die hören zu. Die sehen, was passiert. Die informieren sich. Die meisten Social Impact Innovationen bei uns auf dem Kontinent sind Social Impact Apps. Wir machen keine Game Boy und Spiele und tisch. Wir bringen uns gegenseitig um und man kann besser Fußball spielen als der andere. Und die meisten Apps sind Gesundheit, Agrarwesen, alles, was mit Social Impact zu tun hat. Das heißt, wir sind uns sehr, sehr bewusst, was passieren muss auf unserem Kontinent. Und noch dazu, nicht nur lesen wir, sondern wir sind gebunden mit dem Internet. Connectivity ist alles. Die muss ich nichts mehr erzählen. Die wissen, was los ist auf der Welt. Die wissen auch, was sie wollen. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dieses Kontinent ernst zu nehmen, wenn man über Landwirtschaft und Ernährung redet. Weil ich glaube, wir werden uns von diesem Kontinent ernähren. Ich bin aber mit der PowerPoint fertig. In Bezug darauf will ich ein bisschen was über die Technik reden. Technische Innovation. Wir sind alle wirklich heiß drauf. Ja, Digitalisierung, technische Innovation werden uns helfen. Ich war bei einer Konferenz in Berlin, wo alle vorgestellt haben, was sie mit der Technik machen konnten, was das alles möglich wäre und so weiter. Und ich habe mir nur gedacht, warum ständig Neues entwickeln? Dieses Kontinent, ich komme zurück zu dem Kontinent, hat sich gut ernährt über tausende von Jahren. Das Wasser war sauber, die Luft war rein. Da hat man nichts Kompliziertes gemacht. Man hat nur auf die Natur aufgepasst und im Einklang mit der Natur geredet. Gelebt, sorry. Geredet auch wahrscheinlich, aber gelebt viel eher. Und man kann ja technisch mit einführen. Man kann ja Methoden mit einbeziehen. Aber die müssen realistisch und die müssen in schrittweise auf die Schnelligkeit der Menschen mithalten. Weil ich denke mir, wenn man sagt, okay, wir wollen Sachen technisch verbessern, zum Beispiel bei uns auf dem Kontinent, wieder rede ich vom Kontinent, 14% höchstens, und Sie können gucken,
Professor Google weiß es besser als ich, wahrscheinlich nur 40% vom Kontinent hat Connectivity, ist angeschlossen am Internet. Aber trotzdem, inzwischen, ich gebe ein blödes Beispiel, bei uns hat die Regierung eingeführt, dass alle Schulgelder für die Schüler über online gemacht werden. Die Oma, die auf dem Land lebt, sie haben gesehen, wie die leben, ohne Wasser ohne Strom und fließendes Wasser, muss jetzt irgendwo gucken, wie komme ich dazu, dass ich das Schulgeld für meine Enkelkinder bezahle. Weil die Eltern sind ja gestorben, hatten AIDS oder was auch immer. Und das sind so die Sachen, die unehrlich sind. Ich sage immer, was ist ein Tesla ohne Strom? Ein Tesla ohne Strom ist einfach ein Box, ein Spielzeug, das man nicht mal bewegen kann. Deswegen muss man realistisch sein. Man muss überlegen, was können wir machen mit dem, was wir haben, bevor wir was Neues dazu bringen. Weil es ist auch für euch meistens zu schnell. Man kann nicht mithalten und man kann es auch nicht bezahlen. Wenn man ein anderes Beispiel nimmt, wo wir überlegen müssen und langsamer machen muss, Bremse ziehen muss. Ich werde ein Beispiel geben, es ist nicht sehr angenehm, aber immer wieder geht es mir durch den Kopf. Wir spülen unsere Toiletten mit frischem Wasser. Überall auf der Welt, frisches Wasser, das normalerweise getrunken werden könnte, wird benutzt, um einfach so in die Toilette runtergespült zu werden. Warum hat niemand erfunden? Okay, es gibt die Methoden, diese verschiedenen Sachen, die gemacht werden, aber im Allgemeinen denken alle, das ist alles alternativ, das ist alles so Birkenstock-Schuhe-artige Dinge, das wollen wir nicht machen. Es ist nicht angenehm. Aber im Grunde, wenn man sich überlegt, es sind so viele Sachen, die wir jetzt schon korrigieren müssen, bevor wir sagen, wir gehen in die neue Technik, wir digitalisieren alles. Ich möchte darum plädieren, dass man langsamer macht, dass man einen Blick zurückwirft und sagt, was haben wir damals richtig gemacht? Was haben unsere Vorfahren richtig gemacht? Weil nicht alles, was erfunden wird, ist richtig für uns. Nicht alles, was neu ist, ist gut für uns. Darüber muss man sich Gedanken machen. Also von Abfallreduzierung habe ich schon geredet. Was wichtig auch ist, mit dieser ganzen Klimasituation, was da alles passiert, eine Sache, worüber wir zu wenig reden, wo wir zu wenig unsere Politiker an den Tisch holen, ist Klimaanpassung. Was passiert, was für Maßnahmen haben wir, damit, wenn was passiert, Katastrophen passieren, Klimakatastrophen, dass wir da was dran ändern. Bei uns in Kenia gab es Überflutungen. Das Einzige, was die Regierung dann gemacht hat, und ich bin ja nie PC oder PC, ist die Schulen zu schließen. Die Kinder dürften nicht in der Schule. Leute waren obdachlos. Die haben Leute wegbewegt, bedroht, dass die weg sollen von den Wasserstellen, hatten aber nichts für die. Das geht nicht. Man muss einen Plan haben. Man muss einen Plan haben, was man tun kann. Wir reden auch sehr groß über ökologisches Anbauen und so weiter und so weiter. Bei mir in Kenia haben wir GMO eingeführt. Wir dürfen GMO haben. Wir dürfen unsere Saatgut, was traditionell angebaut wird, nicht benutzen. Wir dürfen nicht zwischen uns austauschen. Unsere Saatbank, die Firma, die unsere Saat produziert, ist verkauft worden an einem Ausländer. Und wir reden davon, dass wir ökologisch anbauen wollen. Also es ist unheimlich wichtig, dass wir überlegen, wie können wir selber was tun, unsere Verantwortung für das, was gemacht wird, und wie können wir die Verantwortlichen dran ziehen und sagen, komm Leute, ihr müsst mitmachen. Weil das, was wir hier jetzt machen, ich frage mich, die Großkonzerne, werden die mitmachen? Werden wir ökologisch essen können? Bezahlbar? Ist das möglich? Das ist die Frage. Ist das möglich? Und das müssen wir alles zusammen machen. Wir müssen alle, weil das Problem ist, wir reden nicht genug miteinander, besonders mit dem afrikanischen Kontinent. Das ist das Aber. Wir wollen Gutes tun, aber wir müssen ehrlich miteinander reden, fair kooperieren miteinander. Wettbewerbsfähigkeit für uns wie auch für euch. Ressourcen dürfen nicht nur ausgebeutet werden. Das sind Kriege, die passieren bei uns auf dem Kontinent, weil unsere Ressourcen ausgebeutet werden. Und ich klinge, als ob ich mich beschwere, aber es ist Tatsache. Und wir reden immer wieder und immer wieder davon. Wenn es uns da unten schlecht geht, geht es euch hier da oben auch schlecht. Eventuell zickelt es nach oben. Das ist nicht natürlich nach oben, aber in diesem Fall, wir nennen es nach oben. Ja?
Die Ernährungsgerechtigkeit, wie kann es sein, dass wir unsere besten Produkte exportieren und wir selber haben nichts zu essen? Ich rede eigentlich nicht mit Ihnen, ich rede mit unseren Politikern. Das sind die Themen, die wir ansprechen müssen, weil das ist das, was passiert. Dass unser Land benutzt wird, dass in Bangladesch wird Reis bei uns angebaut für den Export. Es kommt nicht mal bei uns an. Land wird erworben und wird das Ganze, was produziert wird, geht nach außen. Darüber muss man Gespräche führen. Und natürlich müssen wir zusammenarbeiten. Man nennt das Entwicklungshilfe. Aber ich würde lieber sagen Partnerschaft. Wir müssen in Partnerschaft miteinander arbeiten. Die Projekte müssen Projekte sein, die für uns wichtig sind, die bei uns einen Sinn machen. Und bei der Gedanke, wie ich vorhin gesagt habe, Afrika, letzte Bastion, Breadbasket of the World, weil wir für die Zukunft arbeiten, damit die in der Zukunft eine Landwirtschaft haben, die nachhaltig ist und wo sie sich auch gut und gesund ernähren können. Das ist das Allerwichtigste. Und für mich deswegen sage ich, es ist wichtig, dass wir diese Idee von Entwicklung neu definieren. Ich mag das Wort nicht. Ich arbeite, ich habe eine Stiftung, ich bin abhängig von Spendengeldern und so weiter. Ich sage immer, ich würde gerne, dass man dieses Wort abschafft. Es ist Partnerschaft. Weil die Intelligenz, das hier herrscht, herrscht auch bei uns. Weil sehr häufig redet man von Europa, das sind die Experten und wir sind die Rezipienten, die diese Hilfe, diese was auch immer bekommen. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Das muss es sein. Das muss es sein, damit wir zusammen mit verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Einträgen diese Probleme bewältigen können zusammen. Und wenn wir das machen, wenn wir dieses Verhalten ändern, wenn wir unser Verhalten wenden zu einem Miteinander, anstatt nebeneinander oder gegeneinander, wenn wir das schaffen, dann können wir sagen, wir haben eine Haltung, die wirklich was ändern wird und wo wir wirklich dann sagen können, dass wir diese Herausforderungen bewältigen. Und das ist eigentlich mein Ziel, auch mit meiner Stiftung, dass wir zusammen in Partnerschaft arbeiten, damit diese jungen Leute, die jungen Leute von morgen, unsere Welt besser machen können, dass sie die Werkzeuge haben, um die Welt zu verbessern. Vielen Dank, das war's. Darf ich Sie bitten, da gleich Platz zu nehmen? Dankeschön, Auma Obama. Für Einblicke in die Arbeit Ihrer Stiftung und Ihre Gedanken zum Thema Ernährungsgerechtigkeit. Und ich darf jetzt einige der Forschenden der BOKU zur Diskussion aufs Podium bitten. Marianne Penker ist Professorin für Landsoziologie und ländliche Entwicklung an der BOKU. Sie forscht an nachhaltigen Ernährungssystemen in Österreich und weltweit. Herzlich willkommen. Ich begrüße Karl-Heinz Erb, er ist Direktor des Instituts für Soziale Ökologie an der BOKU. Seine Forschung konzentriert sich auf die Wechselwirkungen zwischen der Gesellschaft und globalen Umweltsystemen mit Fokus auf die globale Landnutzung. Stefanie Lemke hat vor ihrer Karriere in der Wissenschaft als Ernährungsberaterin gearbeitet. Mittlerweile befasst sich die Leiterin des BOKU-Instituts für Entwicklungsforschung damit, wie Menschen in verschiedenen Ländern mit nachhaltigen Ernährungssystemen ihre Lebensgrundlage sichern können. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Und Charlotte Kotusch ist noch da, sie ist Sozialökologin, engagiert sich im Wiener Ernährungsrat, einer Initiative, die sich für eine demokratische, zukunftsfähige Gestaltung des Ernährungssystems einsetzt. Schön, dass Sie da sind. Frau Lemke möchte mit Ihnen beginnen. Sie haben auch schon viel außerhalb Europas geforscht, unter anderem in Südafrika. Der Titel des Topics lautet ja, wer sitzt mit am Tisch? Mit einem globalen Blick, wem fehlt denn der Zugang zum Tisch? Ja, wir haben ja, Entschuldigung, Mikrofon geht besser. Ja, wir haben ja schon einiges gehört von Auma Obama. Ich möchte ihr sehr danken, dass sie den Fokus auf die Menschen gerichtet hat und auf die Stärke der Menschen, weil das vergessen wir oft in diesen Diskussionen. Und ich möchte vielleicht kurz einen ganz kleinen Exkurs machen. Wir haben uns in der Vorbereitung zu diesem Panel überlegt, wer sitzt mit am Tisch, und dann sollte ein schlagkräftiger Untertitel gefunden werden. Und da haben Marianne und ich so in der Brainstorming gesagt, gemeinsam statt einsam. Ja, weil das spricht ganz viel, wer darf eigentlich mit am Tisch sitzen, also wer darf mit essen, wer darf mitbestimmen,
wer hat Teilhabe, also nicht nur im Sinne von irgendwo mit dabei sitzen, sondern wer hat Teilhabe und dass es auch ein soziales, kultureller Aspekt ist und es nicht immer nur geht um die Mengen und um die Versorgungsmenge, sondern wie wir essen, also die Kultur des Essens. Und das war für uns das Gemeinsame, hat Auma Obama auch sehr gut betont. Wir schaffen es nur zusammen und wir haben weltweit eine sehr ungleiche Verteilung. Seit 2015 schon steigt die Zahl der Unterernährten und der Menschen, die zu wenig zu essen haben. Das war vor Corona. Und da ist die Zahl schon drastisch gestiegen. Und nach vielen Versuchen, die Welt zu ernähren, ich mag dieses Narrativ überhaupt nicht, weil für wen, wo produzieren wir und für wen produzieren wir? Und gleichzeitig haben wir ein sehr hohes Ausmaß an Überernährung, über das wir auch sehr wenig sprechen. 40% der Menschen global sind übergewichtig. In Afrika sind es etwa 36%, in Europa 60%, in Nordamerika fast über 60%. Also ich möchte gern, dass wir auf das gesamte Ernährungssystem schauen. Wir haben Mangel, Unterernährung und gleichzeitig Überernährung auch in Afrika. Und wenn Kinder unterernährt sind zum Beispiel und dann einer Überernährung ausgesetzt sind, dann entwickeln sie noch viel stärker Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck. Sie sind also doppelt benachteiligt. Und ich finde es wichtig, dass wir das im Zusammenhang sehen. Und das Ernährungssystem wurde heute schon mal in einem früheren Panel angesprochen. Wir müssen das wirklich ganzheitlich betrachten. Und ich möchte ein Ereignis erwähnen, den Welternährungsgipfel der Vereinten Nationen 2021. Da ruhten sehr viele Hoffnungen auf diesem Gipfel. Wir müssen was tun. Weiter wie bisher ist keine Option. Das wissen wir schon lange. Das wissen wir auch seit dem Weltagrarbericht 2008 schon. Und da wurde aber eine Partnerschaft mit dem Weltwirtschaftsforum, mit der Privatwirtschaft, um unsere Ernährungssysteme zu transformieren. Und das wird nicht funktionieren. Die Zivilgesellschaft wurde ausgeschlossen. Also wenn Sie fragen, wer sitzt mit am Tisch und wer bestimmt mit? Es gab jahrzehntelang schon Empfehlungen von Expertinnen und Experten, von der Zivilgesellschaft, kritische Stimmen, die gerne mitgesprochen hätten bei diesem wichtigen Gipfel. Die wurden ausgeschlossen und die haben am Schluss boykottiert den Gipfel, nach vielen Versuchen mitzusprechen. Also wir haben Wissen, wir haben Expertise, wir haben Erfahrung, wir wissen eigentlich, was wir tun müssen, aber wir tun es nicht. Und das geht nur gesamtgesellschaftlich. Und jetzt höre ich auf. Ja, machen wir es gleich noch konkreter. Neben Ihnen sitzt die Frau Kottusch. Darf ich Ihnen das Mikro geben? Sie sind Mitglied des Wiener Ernährungsrats. Das ist eine Initiative, die unter anderem das Ziel gutes Essen für alle verfolgt. Die Frau Lemke hat gerade zu Recht gesagt, die Zivilgesellschaft ist aus diesem Ernährungssystem weitgehend nicht genug beachtet oder in manchen Fragen ausgeschlossen. Wie kann das konkret ausschauen? Wie kann die Zivilgesellschaft sich beteiligen am Ernährungssystem? Genau, wir als Ernährungsrat in Wien befassen uns konkret mit der urbanen Ebene von Ernährungssystemen. Klarerweise ist ein urbanes Ernährungssystem kein in sich geschlossener Kreislauf. Die seltensten Städte ernähren sich selbst, sondern bestehen aus Ausläufern verschiedener Ernährungssysteme übergeordneter Ebene, sei es eben global, sei es EU-weit, national oder aus dem Umland, was oftmals die große Herausforderung mit sich bringt, dass dieses System und auch der Policy-Bereich sehr, sehr fragmentiert ist. Was uns als Ernährungsrat da sehr wichtig ist, ist, wie gerade und mehrfach heute schon angesprochen, sehr systemisch an das Thema heranzugehen und weil eben Ernährung derzeit noch so fragmentiert ist, einzufordern in Zusammenarbeit mit den Entscheidungsträgern, mit der Verwaltung, dass es hier eine kohärentere, eine zusammenhängendere Ernährungspolitik auch auf städtischer Ebene gibt. Deswegen haben wir uns als Ernährungsrat 2018 gegründet und wir verstehen uns auch, wenn wir hier und da Akteurinnen aus dem Ernährungssystem natürlich haben, eben nicht als Gruppe von Konsumentinnen, sondern als politisch aktive BürgerInnen. Also das finde ich ist für mich der große Unterschied. Als Konsumentin und als Einzelperson mit der Kaufentscheidung haben wir nur eine sehr kleine oder gar keine Macht, wirklich groß was zu transformieren, aber als politisch wirkende Bürgerin haben wir das und als solche haben wir uns zusammengeschlossen und sind auch in einen Dialog mit der Stadtverwaltung getreten, wie das Ernährungsräte sehr oft machen, um hier eine
eine koordinierte Lösungsfindung über eine Ernährungsstrategie voranzutreiben. Das ist ein für uns sehr, sehr zentraler Hebel, neben dem, dass natürlich entlang der Ebenen, die auf Städten oder wo Städte Einfluss haben, sei es die Gemeinschaftsverpflegung, die Nutzung von landwirtschaftlichem Land oder anderen Bereichen, dass wir da konkrete Projekte initiieren, um eben der Stimme oder dem, was die Zivilgesellschaft dafür wichtig hält, auch eingesetzt. Welche konkreten Fragen sind das, mit denen Sie sich da auseinandersetzen, jetzt im Unterschied zur Verantwortung, die auch Konsumenten und Konsumentinnen haben? Also wie gesagt, ich denke, was uns als Ernährungsrat von vielen super tollen, wichtigen Initiativen unterscheidet, wie demokratischen Supermärkten, Gemeinschaftsgärten und anderen, ist diese strategische Herangehensweise. Die braucht wahrscheinlich länger, die braucht einen langen Atem und auch immer mal wieder Rückschläge, die man annehmen muss. Aber eben, dass wir eine Strategie, ein strategisches Herangehen, einen Beitrag können wir leisten, aber ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung der Rahmenbedingungen muss eben von den Entscheidungsträgerinnen kommen. Da hat man als Einzelperson keinen Einfluss. Und das einzufordern, dass hier eine Strategie den Weg weist, wie eine Stadt eben Einfluss nehmen kann, sei es über die Gemeinschaftsverpflegung, wie gesagt, dass aber auch die sogenannten Ernährungsumfelder eben nachhaltig gestaltet werden, sei es über die Verteilung von landwirtschaftlichem Land, dass also etwas strategisch angegangen wird, dass mit einer Vision, wo wollen wir hin, welche Herausforderungen haben wir, wo gibt es Synergien, wo gibt es Trade-offs, dass da eben mit dem Ganzen im Blick herangegangen wird und nicht Nischenlösungen nur gesucht werden. Das ist das Anliegen, was uns ganz zentral vorantreibt. Frau Benker, Uma Obama hat in ihrem Vortrag heute, aber auch als Expertin in der Farm Rebellion, vor allem auch gesagt, dass es so wichtig ist, die europäische Brille bei den Themen Landwirtschaft und Ernährung runterzunehmen und den globalen Blick darauf zu haben. Warum ist dieser globale Blick da so entscheidend? Ja, weil wir alle auf einem gemeinsamen Planeten leben und weil wir in einer globalen Wirtschaft leben, das heißt, die Warenketten verbinden verschiedene Kontinente, verbinden Produzenten, Konsumentinnen an verschiedenen Orten. Und es geht darum, diese Warenketten so auszugestalten, dass sie unseren Ansprüchen auch an eine gute Zukunft, an eine gute Ernährung in der Zukunft entsprechen. Und da stellt sich die Frage, wer sitzt mit am Tisch? Wer hat Stimme? Wer hat Platz am Tisch? Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass wir die Jugend hören. Also was sind die Erwartungen der jungen Menschen an ihre Zukunft? Wie stellen die sich ihre Erwartung vor? Auf europäischer Ebene wird ganz große Hoffnungen in die Landwirtschaft gesetzt. Also ist ganz wichtig, auch die Bauern und Bäuerinnen mit einzubeziehen. Wie wollen die in Zukunft auf den Höfen arbeiten, leben? Was verstehen die unter Lebensqualität? Und letztendlich, wie wir es auch gehört haben vom Ernährungsrat, die Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, was die Wissenschaft hier zur Verfügung stellen kann, ist einerseits einen Raum wie diesen hier, wo man über verschiedene Formen von Wissen hinweg, über verschiedene Interessen hinweg gemeinsam Zukünfte entwerfen kann, aber auch Methoden, um disziplinäres Wissen, auch implizites Wissen aus der Praxis gut zusammenzuführen und zu attraktiven Zukunftsbildern, zu Transitionspfaden, die man dann auch gemeinsam analysieren kann. Und ich wünsche mir mehr solche Räume wie heute, wo man vielleicht auch mehr Zeit hat, aufeinander einzugehen, neugierig ist auf das Argument der anderen und gemeinsam lernen und arbeiten kann an einer guten, schönen Zukunft. Herr Erb, der Boden zieht sich schon durch den ganzen Tag, darf man sagen. Daraus können wir schließen, wie wichtiger ist. Sie beschäftigen sich unter anderem mit den globalen Aspekten der Landnutzung. Welche Rolle spielt denn da jetzt das globale Ernährungssystem bei der Landnutzung und dessen Wandel? Ja, zuerst mal muss ich sagen, ich schließe mich sehr an, was gerade gesagt wurde. Ja. Nur zur Verdeutlichung, wie groß diese Challenge ist, vor der wir stehen. Das ist wirklich kaum zu fassen, wenn man das quantitativ anschaut. Wir sind heute leben in einer Gesellschaft, die ungefähr 3/4 der Landesoberfläche, die globale Gesellschaft, unter Nutzung hat, natürlich mit unterschiedlichen Intensitäten, aber es bleibt nur mehr sehr wenig übrig und das, was über ist, ist entweder zu heiß oder zu kalt oder wirklich zu weit weg. Das ist die Wüste Sahara, das sind quasi die Eisgebiete rund um die Polarkappen und es sind noch ein paar Fragmente, die wir wirklich schützen müssen, im Amazonas und in Südostasien im Regenwald.
auch im Kongo, allerdings auch schon sehr viel verloren von diesen Flächen. Wenn man jetzt anschaut, welche Rolle hat denn das Ernährungssystem in unseren globalen Challenges, in diesen Herausforderungen, wo wir stehen, kann man sagen, naja, schon eine sehr maßgebliche. Klimawandel, ungefähr ein Viertel bis ein Drittel, ist durch das Ernährungssystem die Emissionen verursacht. Naja, wenn man so quantitativ rangeht, wie wir in der sozialen Ökologie, ein Viertel oder ein Drittel ist schon ein großer Unterschied. Woher kommt das? Naja, das hängt ein bisschen ab, wie man das rechnet. Rechnet man zum Beispiel mit, ob die Abholzung, die für das Ernährungssystem sehr stark stattfindet, ob die jetzt mitgerechnet wird oder nicht, ob die Vorleistungs- und Nachleistungsketten nach der Landnutzung mitgerechnet werden oder nicht. Wenn man das alles mitnimmt, dann sieht man, naja, dann kommt ein Drittel raus. Ein Drittel der Gesamtemissionen, des Treibhausbudgets quasi geht auf das Ernährungssystem. Das ist relativ viel. Und es gibt in der Zwischenzeit mehrere Studien, internationale, die zeigen, wenn wir so weiter tun, nur annähernd so weiter tun wie jetzt, dann wird das Ernährungssystem bis ins Jahr 2050 das globale Budget das globale Emissionsbudget, das uns in einem verträglichen Klimawandelrahmen hält, was immer verträglich heißt. Wir schauen zurück die letzten Jahre, naja, ganz so verträglich ist immer eine große Frage, aber bevor es wirklich schwierig wird, das ist das Ernährungssystem, alleine wird es wegfressen, da reden wir noch gar nicht vom Energiesystem, vom Industriesystem. Und was sich hier sehr stark zeigt, ist natürlich, dieses Ernährungssystem wird sehr stark von den Ländern des Nordens getrieben. Dort haben wir zwar relativ weniger Bevölkerung, ja, das stimmt schon, aber die Pro-Kopf-Emissionen, der Pro-Kopf-Konsum ist um dermaßen viel höher. Und zwar, heute ist schon im Vorpanel gefallen, einerseits in der Verschwendung, also wie viel verschwendet wird, da sind die Daten sehr schlecht, muss man leider sagen, und daran arbeiten wir, das zu verbessern, vor allem in dieser Obesity-Frage, also dieser Überernährung oder dieses quasi, wenn man so will, zu viel Kalorien auf der Seite und vor allem ganz wichtig, das haben wir auch schon im Vorfeld gehört, dieser Anteil der tierischen Produkte, also nicht nur Fleisch, sondern insgesamt der tierischen Produkte und hier ist die westliche Welt Leader und da gilt es jetzt darum, wenn man bending the curve, wie kriegen wir diese Kurve gekratzt, naja, wir müssen Wege finden und zwar global, um diesen Musterweg, den der Westen hier gegangen ist, nicht global durchzuschreiten. Viele Regionen in der Welt, das zeigen unsere Daten sehr eindeutig, sind quasi hier an der Grenze zu diesem Lebensstil, den wir jetzt auch nehmen. Und wir brauchen Innovationen. Und da stellt sich die Frage, naja, wer kann diese Innovationen jetzt machen? Wer hat denn die Optionen, wer hat denn die Möglichkeiten, das zu tun? Und da geht es jetzt nicht nur darum, naja, wir sind so wenig Menschen im Norden und wir brauchen eh nichts tun, weil das sind die und die Weltregionen. Dieses Argument hören wir oft, auch insgesamt im Klimawandel, nicht nur in der Ernährung, sondern da geht es schon sehr stark darum, naja, wer kann denn hier neue Innovationen so weit weiterbringen, dass sie auch international angenommen werden. Die Krise ist groß. Und das ist nur eine der Krisen. Wir wissen, das Ernährungssystem ist noch drastischer verantwortlich für den Biodiversitätsverlust. Der ist viel schwerer zu messen, der ist viel schwerer vorauszusagen, was das bedeutet und vor allem, was das dann rückwirkend für die Gesellschaft bedeutet, für die Menschen. Weil die Biodiversität ist etwas, die, wenn man so will, ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, ja, vor allem auf der globalen Ebene. Man versteht viel zu wenig, wo Biodiversität wirklich konkret relevant und notwendig ist, aber die Ahnung haben wir und sehr viel wissenschaftliche Evidenz, die schon sagt, puh, wenn es der Biodiversität nicht gut geht, geht es den Menschen auch lange nicht mehr gut. Oma Obama bietet einen Weg an, das Wort Entwicklungshilfe durch Partnerschaft zu ersetzen und voneinander lernen. Worin können wir konkret voneinander lernen? Sie haben da das Mikro. Ich würde vielleicht sagen, dass schon von dem Gespräch, den ich bis jetzt gehört habe, Ernährungsstrategie, Diversitätsverlust, ich finde, das ist sehr stark auf Europa, was auch in Ordnung ist, weil man ja redet von der Sicht des eigenen Landes. Aber ich würde das viel, viel einfacher sehen und deswegen ist es für mich ein bisschen verwirrend, aber vielleicht, weil ich arbeite auf dem Land wirklich bei der Basis von dem, was Ernährung angeht. Und für mich fängt Ernährung zu Hause im
bei den Eltern an. Ich glaube, alles, was folgt, ist dann akademisch. Was man zu Hause lernt, wie man sich zu ernähren hat, das ist der Anfang von allem. Dann ist das Nächste, wie komme ich an dieses gute, nachhaltige Essen ran? Und da wird es dann politisch. Hat man Zugang zu gesundes Essen? Und das ist das Problem meistens im Westen, wenn man denkt an USA, wo der nächste Laden mit frischem Gemüse, was weiß ich, mehrere Kilometer weit weg ist und man kann nicht dahin kommen, weil es keinen öffentlichen Verkehr gibt. Aber ich glaube, man muss meines Erachtens zurück zur Basis, auch hier in Europa. Wie ernähren wir uns, wie wollen wir uns ernähren? Weil es geht um Konsum, Angebot und Nachfrage. Und wenn, meine Meinung nach, ich will niemanden beleidigen, wenn man zu akademisch macht, dann schalte ich aus und denke, es ist nicht mein Problem, es ist das Problem der Politiker. Es ist nicht mein Problem, es ist das Problem der Unternehmer. Aber im Grunde, ich esse das. Ich nehme das Essen vom Teller und tue es in meinem Mund. Dann ist die Frage, was esse ich, was will ich essen? Dieser berühmte Spruch, you are what you eat. Und da würde ich sagen, die Politik muss von dieser Basis ausgehen. Diesen Druck muss von diesem Ort kommen, weil am Ende muss jeder essen, egal wie, was auch immer. Wir müssen alle essen, jeden Tag, jede paar Stunden. Und das ist eine starke Position. Diese Position müssen wir benutzen. Weil man kann strategieren und sagen, wir haben Ernährungsstrategien, wir wollen das und das machen, wir wollen, dass die Leute Zugang haben zum Essen hier und dort. Es ist aber für irgendjemand trotzdem noch zu weit. Da muss ich schauen, wie organisieren wir uns auf der Basis eben, dass ich auch an diese frische Gemüse rankomme. Wir werden zu bequem und zu faul. Das ist meine Meinung. Vielleicht falsch, weil wir längere Wege haben und weil für uns, wie gesagt, die meisten Leute auf dem Land leben. Aber vielleicht muss Europa ein bisschen von uns lernen, weil Diversität haben wir zum Beispiel. Das Gemüse, das auf den Bildern war, das sind einheimische Gemüse. Wir haben immer noch die Diversität. Unsere Politik versucht das zu unterdrücken, weil sie sagt, wir machen es im westlichen Sinne. Die versuchen, dass wir nicht unsere einheimische Gemüse mehr anbauen und nur, was weiß ich, Weißkohl und Karotten und all die Sachen, die hier gegessen werden. Nichts gegen Weißkohl und Karotten, aber wir haben so viele andere Sachen, die wir nicht verwenden. Unsere eigene traditionelle Saatgut wird nicht mehr verwendet, weil man da eine Energiestrategie, eine Ernährungsstrategie hat in Nairobi, in der Hauptstadt. Aber redet nicht mit uns und fragt uns nicht, was wir wollen und ob wir das überhaupt brauchen. Also ich würde damit zurück zur Basis, weil ich finde, jedes Individuum muss mitverantworten, was in seinem eigenen Mund reingeht. Bitte. Ja, ich kann das nur unterstützen. Essen ist keine Ware. Essen ist ein Gemeinschaftsgut und wir sind alle gemeinsam verantwortlich. Und wir haben es heute auch gehört von der Hanni Rützler. Die Kultur des Essens ist eine regionale Frage und wir haben eine unglaubliche Vielfalt. Gott sei Dank, sage ich. Es ist nicht ein Handy, das überall auf der Welt gleich ausschaut. Essen schaut überall anders aus und Essen ist unsere Identität und ich glaube auch angesichts der großen Transformationen, wo ein guter Ort ist, vor Ort in den Communities, in den Gemeinschaften zu überlegen, wie wollen wir unser Ernährungssystem ausgestalten, wie wollen wir in der Zukunft essen und dann gibt es diverse Ansätze. Es ist weniger riskant, als wenn man das in Europa oder global einheitlich macht, sondern regional differenziert mit den betroffenen Akteuren ausdiskutiert und vor allem können wir so diese Vielfalt an verschiedenen Produkten auch erhalten, die Diversität und auch eine Versicherung für unsere Zukunft sind. Aber diese Grunddefinition, denke ich, die Sie vorgenommen haben, ist fürs Verständnis eine ganz wichtige. Essen ist keine Ware, es ist ein Menschenrecht, über das wir reden, dann verhandeln wir auch anders drüber. Genau, wenn man es als Menschenrecht sieht, hat man ganz andere Akteure am Tisch, als wenn man sagt, das ist ein Gemeinschaftsgut, das ist unser kulinarisches Erbe, ist unsere Identität. Man kann Essen auch als unseren engsten Bezug zur Natur sehen. Mehrmals am Tag einverleiben wir uns Teile von Pflanzen und Tieren. Wir haben das Mikrobiom, die Künstler haben uns das heute sehr plakativ auch vorgestellt. Wir haben ein Ökosystem in uns, wir sind Teil dieser Natur, wir sind nicht getrennt von dieser Natur. Ich glaube, das ist etwas auch, was wir voneinander lernen können, unsere Vorstellungen über die Mensch-Natur-Beziehung. Und da gibt es in Afrika eine unglaublich reiche Kultur, auch Geschichten, Narrative, wie Mensch und Natur interagieren.
Auch an diesen ganz grundsätzlichen Fragen hätte ich große Lust, weiter zu diskutieren. Sie wollten kurz was sagen und dann Stefanie Lemke. Frau Obama. Ich wollte nur kurz was sagen, eine kleine Korrektur. Meine Betrachtung von dieser Ernährung und Landwirtschaft. Und ich will sagen, wir müssen essen, nicht weil das, ich meine es nicht böse, weil es nicht weil es kulturell was Besonderes ist. Wir müssen essen, weil wir essen müssen. Wir sind ja auch Tiere. Wir sind ja ein Teil von dieser Flora und Fauna. Und wir müssen essen. Wenn wir nicht essen, sterben wir. Und so einfach ist es. Und deswegen ist das für uns etwas, was wir müssen für unser eigenes Überleben, müssen wir dieses Essen bewahren, verteidigen und schauen, dass es uns gut tut. Es ist keine, ich mache es nicht, weil ich meine Identität damit verbinde oder meine Kultur. Nein, ich habe Hunger. Full stop. Ich muss essen. Also das ist so wichtig, dass man das versteht. Dann wird man das viel einfacher betrachten und man ist viel eher, wenn man sagt, an angry man is an angry man. Wenn man nichts zu essen hat, geht es einem nicht gut. Und ich gebe von dieser Basis aus mein Impuls, um zu sagen, wir müssen gucken, dass wir überleben. Letztendlich geht es um unser Überleben. In unserer Arbeit geht es darum, dass diese Kinder ernährt werden. Die meisten, wenn sie eine von diesen Kindern sehen, sie denken, das Kind ist 6 Jahre alt, das Kind ist vielleicht 12 Jahre alt. Aber weil es nicht gut ernährt ist, wächst das Kind nicht. Darum geht es um grundsätzlich, wie ein Baum braucht Wasser, so brauchen wir auch Essen. Aber Stefanie Lemke, Sie waren vor Ihrer jetzigen wissenschaftlichen Tätigkeit ja auch Ernährungsberaterin. Und Essen ist heute sehr kompliziert gewiss geworden, wie wir hören, ganz anders als Obama fordert, dass es eigentlich sehr basic ist, sehr basal und wir es einfach machen sollten. Wir wollen uns gesund ernähren, wir wollen das Klima damit retten, es soll aber leistbar auch noch sein. Wie kriegen wir das hin? Eine sehr große Frage, wurde ja teilweise auch im vorigen Panel, wurden da manche Themen angesprochen, die schon sehr fokussiert sind auf den, ich würde sagen, auf den Kontext hier. Die Trends, ich meine, ich frage mich dann auch, als Ernährungsberaterin habe ich mit Menschen sehr an der Basis gearbeitet, was spüren wir überhaupt, was tut mir eigentlich gut? Ich hatte viel mit Übergewicht zu tun und die Menschen, wir spüren uns eigentlich gar nicht mehr und wir haben viele Probleme, die wir übers Essen ausdrücken, ob das jetzt Essstörungen sind, auch Überernährung oder also alle Formen der Fehlernährung. Und wir könnten sehr vieles tun, indem wir bewusster essen würden, aber auch, ja, ob das Ängste sind, Gefühle, die wir übers Essen ausdrücken, zuzulassen. Und diese Arbeit mit Menschen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich arbeite jetzt auf andere Weise mit Menschen, aber es geht im Endeffekt auch immer um Begegnung, um Dialog, um gemeinsam statt einsam. Also wenn ich alleine sitze und esse, schmeckt es mir nicht. Ja, ältere Menschen essen dann oft nicht mehr, weil sie einfach einsam sind. Und es geht schon um die sozialen Aspekte, dass wir gemeinsam zusammen sind. Also ich sehe sehr viele Verbindungen vom Thema, was ich früher mal gemacht habe, zu heute. Okay. Ich würde gerne noch eins sagen zu den Menschen, die an der Basis. Weil ich würde gerne 2 ganz wichtige Punkte sagen. Und Auma Obama, Sie haben das schon gesagt, der Run auf Afrika hat schon lang angefangen. Der Minister Totschnig hat das heute Morgen gesagt, es wäre genug Land da in Afrika, um genug Lebensmittel anzubauen. Ja, wer hat Zugang zu diesem Land? Wer sichert sich das Land? Wer wird zukünftig hier Lebensmittel anbauen? Für wen? Und das ist eine ganz wichtige Frage. Ich möchte gerne 2 Punkte sagen. Einmal, wir haben auch den Begriff Family Land Grabbing, der in vielen Kulturen die Frauen können Land nicht erben. Das heißt, das Land wird an männliche Familienmitglieder weitergegeben. Frauen sind immer noch sehr für die Ernährung der Familie zuständig und für den Markt. Wenn Frauen nicht langfristig planen können, auch nicht nachhaltig wirtschaften können, ist das ein Riesenproblem. Da geht ganz viel Kraft weg. Die Jugend hat auch kein Mitspracherecht. Aber das ist innerhalb der Familie, ganz an der Basis. Und dann haben wir das andere Landgrabbing, das nicht neu ist. Wir werden aber in Zukunft mit den Klimazertifikaten noch viel mehr Landgrabbing sehen. Das sehen wir jetzt schon. Wenn riesige Wiederaufforstungsprogramme passieren, ohne die Menschen vor Ort mit einzubeziehen, ohne zu erkennen, dass hier extensiv das Land sinnvoll genutzt wird, und das passiert jetzt gerade. Und das sind diese 2 ganz schwierige Punkte, ich glaube, wo wir sehr aufpassen müssen, dass nicht wir Klimazertifikate kaufen in Afrika, was schon passiert, oder Nahrungsmittel dort produzieren, die gar nicht für Kenia sind oder für die Menschen vor Ort. Und im Endeffekt machen es oft die Frauen. Die Frauen brauchen mehr Mitspracherecht. Die Männer müssen mit reingeholt werden. Wir haben ja die Kinder gesehen, auch die Jungs, die hier abgeholt werden. Ja, wir haben viel zu lange
Empowerment von Frauen. Das war so einseitig, die anderen Mitglieder der Gesellschaft waren gar nicht mit einbezogen. Jetzt sagt die FAO 2023 die Situation der Frauen in Agri-Food Systems, dass wir auch Männer empowern müssen und Jugendliche empowern müssen. Nicht immer nur alles auf die Frauen abladen, wir können es nur gemeinsam machen, aber das ist ganz an der Basis. Ja? Wer holt das Wasser, wer kocht das Essen, wer macht die ganzen Tätigkeiten? Wir können auch hier vor unserer eigenen Haustür schauen. Die ganzen Care-Arbeiten, die unbezahlte Care-Arbeit ist genauso in Europa, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, überall ein Riesenthema. Auch da wird diese Arbeit, diese Care-Arbeit ist immer noch unbezahlt und wird nicht gewürdigt. Und da müssen wir einfach als Gesellschaft, als Familien zusammenstehen. Also betrifft nicht nur Afrika, betrifft auch uns. Herr, wollen Sie zum Thema Zugang zum Land vielleicht aus Ihrer Warte noch was sagen? Dann wäre der Würfel dran. Ja, Zugang zum Land ist nicht ganz so mein Thema, aber diese Landgrabbing-Frage ist tatsächlich eine große Frage, die jenseits der Ernährungsfrage auch nochmal von ganz woanders kommt. Wir stehen, wenn man so will, wenn wir es schaffen, dann drehen wir hier die Kurve weg von der Fossilenergie und dann gibt es dieses große Passwort der Bioökonomie, wo wir ja quasi oft die Fantasie haben, naja, wir verbrennen kein Erdöl mehr, wir haben ja Biomasse, Biomasse wächst nach, erneuerbar ist gut, aber hier kriegen wir schwerste Zielkonflikte, weil die Ökosysteme nicht dermaßen leistungsfähig sind und diese, wenn man so will, internationalen Beziehungen, wer hat Zugang zu Land, wer kann sich Land organisieren in Afrika oder irgendwo, um irgendetwas zu machen, das möglicherweise nicht mehr diesem existenziellen Ernährung der Menschen zugutekommt, sondern weil wir damit Energie oder irgendwas draus machen. Das ist schon eine sehr große Herausforderung, darf nicht vergessen, der Energiemetabolismus der Gesellschaft ist inzwischen weitaus größer als die Produktivität der Ökosysteme. Also wir haben von der Skalenebene hier Grenzen überschritten, das kann man jetzt Planetary Boundaries nennen, wie auch immer, aber wir sind hier schon an einem Punkt gelangt, wo man sagen kann, entweder es gelingt oder es gelingt halt nicht. Ganz ist es noch nicht heraus, aber so rosig schaut es im Moment nicht aus, dass wir das so schnell herumkriegen. Und da ist schon ein Punkt, naja, ich sehe dieses Existenzielle, das der Ernährung, das teile ich vollkommen und trotzdem ist so, das ist ja nicht was Neues, das war ja immer schon so, dass Ernährung so existenziell ist und trotzdem stehen wir vor einer Situation, dass das Ernährungsthema so groß geworden ist und anders als in Ländern des Südens, in den Ländern des Nordens ein Thema der Überkonsumption geworden ist und das zeigen schon unsere Studien, die quantitativen Studien sehr eindeutig, dass die Optionsräume, wenn man jetzt so gegenüberstellt, naja, lasst uns die Erträge steigern, dann produzieren wir mehr, dann können wir mehr Menschen ernähren, dass diese Strategien sehr häufig von einem Phänomen auf einer Metaebene getroffen werden, das nennen wir Rebound-Effekt. Das heißt, ja, es gibt zwar mehr, aber wenn es mehr gibt, dann ist es üblicherweise auch Angebot und Nachfrage billiger und wenn es billiger ist, wird auch davon mehr konsumiert. Und diese Rebound-Effekte, die sind nicht zu unterschätzen. Und da ist das Panel von vorhin schon sehr wichtig, dass wir auch dort das Gewicht hinlegen. Wir müssen vor allem in den Ländern des Nordens an unseren Konsum, wenn man so will, Gewohnheiten, Praktiken ist eines, aber das ist mehr als das. Da geht es auch darum, den Produkt nicht nur anders zu konsumieren. In einem Land wie Österreich, das ein Veredelungsland ist, das Biomasse importiert, verarbeitet und wieder exportiert, über den genuinen Konsum nachdenken ist eines, aber wir müssen darüber nachdenken, wie kriegen wir die Produktion weltweit runter, weil dort liegt das Problem, es sind die Voluminas, an denen wir drehen müssen. Und dort zeigen unsere Studien, dass das solche Strategien schon deutlich weniger Rebound gefährdet sind, dass die eigentlich die Optionsräume öffnen. Wir haben eine Studie gemacht, die ist recht durch die Medien auch gegangen, dass es ohne weiteres gelingen würde, rein mathematisch, die menschliche Gesellschaft gut zu ernähren, ohne weiter die Abholzung voranzutreiben. Aber das setzt voraus, dass wir gut verstehen, wo diese Überkonsum, wo diese Trends liegen. Und sie liegen halt nicht in den Trends von Europa oder den USA, von Fleischkonsum und englisches Wort empty calories, also diese hochverarbeiteten Produkte, sondern es ist durchaus dieses back to the, von mir aus back to the roots, was immer roots sind, aber back ein Schritt zurück und ein Schritt in diese Richtung, wo uns andere Weltregionen durchaus
eigentlich inzwischen voraus sind. Sie sagen, es schaut nicht gut aus, aber es kann noch gut ausgehen. Wir wollen ja in die Verantwortung und in die Selbstwirksamkeit kommen. Frau Kutusch, Sie wollten dazu noch was kurz sagen und dann aber wirklich das Publikum. Ja, ganz kurz nur anschließend an das und zu den Bedürfnissen, die angesprochen wurden und dem Thema mit der Ernährungsstrategie. Was ich eben auch ansprechen wollte, ist, dass es mitunter auch Bedürfnisse gibt, die wir gar nicht selber, die nicht von uns selber kommen, sondern die extern kreiert werden von bestimmten Profit- oder anders getriebenen Interessen, die, finde ich, uns gar nicht mehr einen wahlfreien Raum lassen, wo wir wirklich eine freie Entscheidung treffen können. Das hat mal jemand in einem Vortrag, finde ich, gut gesagt. Once food becomes, enforces itself on people, it becomes a governmental issue. Also sobald die Ernährungsumgebung in Städten, wo auch immer, so stark davon geprägt ist, dass sie Menschen dahin drängt, so oder so zu konsumieren, dann, finde ich, kann man es eben nicht verlangen von der Einzelperson, sich davon frei zu machen, zu lösen und eine gesamtgesellschaftlich nachhaltige Verantwortung, eine gesamtgesellschaftlich verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen. Und das ist mit der Ansatz, mit der Strategie, dass wir da eben noch mit einer strategischen Herangehensweise, dass wir da als Bürgerinnen eben noch sagen, wir möchten mitbestimmen, wer diese Richtung gestaltet, weil wenn wir nicht einfordern, dass wir da mitreden, dann überlassen wir auch da wieder die Entscheidungsräume jenen, die eh schon sehr dominant sind im System. Also das ist diese strategische Herangehensweise nur ans Thema, weil wir sonst das Gefühl haben, eben als Konsumentin sind wir nicht frei und haben eben nicht die Macht, da den Hebel umzulegen. Also, Dankeschön. Wo ist der Würfel gelandet? Da, bitteschön. Ich finde es wichtig, dass man Sachen beim Namen nennt. Deswegen würde mich interessieren, was für ein Konzern Sie gemeint haben. Und das andere passt auch zu dem Punkt dazu. Und zwar, ich nehme an, dass Sie mit der Biomasse Import und Export gemeint haben, auch unter anderem die Fleischproduktion. Ja, also das finde ich ist auch ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten das bewusst ist, dass Europa prinzipiell im Allgemeinen ein Riesenimporteur von Futtermitteln ist und ein Exporteur von Fleisch. Und was da auch nicht berücksichtigt wird, dass die Exkremente natürlich zurückbleiben in Europa. Und das ist auch ein Riesenüberdüngungsproblem. Also wir handeln uns da unsere Probleme selber ein in der Landwirtschaft. Und ich glaube, das ist vielen nicht so bewusst. Deswegen wollte ich das nochmal vielleicht nicht so schön formuliert anbringen. Frau Palmer, wollen wir die Möglichkeit zur Antwort geben, wenn sie das möchte? Nein, das muss ich ja jetzt nicht sagen. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, Sie wollen das dass Prinzip sowas aufzeigen. Verkauft ja. wird. Also was so wichtig ist vom Staat. Wir können einen Sidechart haben, eventuell. Okay. Gut, Würfel. Hände sind oben, sind nicht oben. Da, bitteschön. Hallo, also Dankeschön nochmal für die Präsentation und für die interessante Diskussion. Meine erste Frage und eigentlich Beobachtung ist, ich habe Forschung gemacht und arbeite auch im ehrenamtlichen Bereich bei City Farm Augarten. Und mir ist immer mehr das Problem in Österreich und Europa aufgefallen, dass es zu einer Entfremdung eigentlich von der Essensproduktion kommt. Heutige Kinder wissen nicht einmal, wie eine Karotte ausschaut oder wie eine Karotte angebaut wird. Und demzufolge sehen sie auch eigentlich im Gartenbau keine Zukunft mehr. Weil wie sollen sie über die Zukunft denken, wo sie nicht einmal wissen, wie etwas funktioniert? Und da wäre meine erste Frage auch, wie könnten wir dieser Entfremdung also entgegenwirken, ohne eigentlich wieder eine Sexualisierung zu produzieren? Weil hauptsächlich werden eigentlich Frauen jetzt verantwortlich dafür gemacht, Kindern es wieder beizubringen. Und die meisten Pädagoginnen sind eigentlich auch Pädagogen. Also die meisten Pädagogen sind Pädagoginnen. Und zugleich haben wir auch noch zusätzlich auch das Problem, dass hauptsächlich die Supermarktketten ja auch dahinter sind, dass viele nicht mehr wissen, wie Essensproduktion stattfindet. Und dann möchte ich gerne Ihre Gedanken dazu wissen. Wer möchte es aufgreifen? Vielleicht Sie, Frau Lemke? Ja, das ist absolut richtig. Wir sind sehr weit weg. Also diese gebrochene Kette zwischen den Produzentinnen und den Konsumentinnen und also Kinder wissen es oft nicht mehr, wenn sie nicht auf dem Land leben, wenn sie in der Stadt leben. Richtig, sie wissen auch nicht, dass die Milch aus der Kuh kommt. Und ich meine, wie können wir es tun? Das wieder erfahrbar machen. Es gibt tolle Beispiele. Ich möchte auch gerne mal auf gute Beispiele hinweisen.
dass Bauernhöfe auch anbieten, Exkursionen für Kinder, dass Kinder dahin kommen können. Wir haben das Welttellerfeld zum Beispiel hier außerhalb von Wien, wo Schulklassen hingehen, da kann die Charlotte Kottestadt noch was dazu sagen. Also wir brauchen wieder mehr Bezug dazu, aber ich glaube auch wieder dieses Fühlen des Essens, ja, was möchte ich eigentlich, was brauche ich, mir selbst vertrauen, was mir gut tut. Und das ist für jeden Menschen unterschiedlich. Es gibt zwar gewisse Dinge, aber diese ganzen Diäten, dieser ganze Diätwahn, ich verfolge das seit Jahrzehnten. Und es wird nicht besser, es wird schlimmer. Ja? Anstatt, dass wir zu sagen, was tut mir gut, was brauche ich, wie geht es mir gut, und mein ganzes Leben muss ich ja gesamt betrachten. Und ich bin, was ich esse, das ist absolut richtig. Und das geht in beide Richtungen. Also ja, wir brauchen da wieder mehr Bewusstsein, glaube ich. Und das fängt in der Schule an, in der Familie an. Das sollte ein Fach in der Schule eigentlich sein. Diese Fächer sind auch zurückgedrängt worden. Ich meine, Naturwissenschaften sind auch sehr, sehr wichtig, aber diese Lebensfächer, die könnten wir viel mehr stärken in der Schule. Und noch ein Wort zur Rolle der Frauen. Ja, Frauen wird auch hier immer die Verantwortung aufgebürdet. Das ist nicht richtig. Deswegen habe ich gesagt, wir können es nur gemeinsam schaffen. Wir verschwenden so viel Energie an diesen Dingen, die nicht leicht verteilt sind, auch im Haushalt, in der Familie. Weltweit, das ist wirklich ein weltweites Thema, was wir überall haben. Wir können es nur gemeinsam schaffen. Wir können nur, ob das ist, dass wir mit Farmerinnenorganisationen, also ich arbeite in Kenia zum Beispiel mit der Kenyan Peasants League, und da machen wir Gemeindedialoge, also die geht in die Gemeinden, da wird gesprochen, also ist egal, ob das bei uns ist, das können wir bei uns genauso brauchen. Es wird mit den Frauen gesprochen, was sind eure Themen, mit den Männern und mit der Jugend. Und auch die Jugend müssen wir abholen, weil wenn die Eltern sagen, ihr wollt euch ja nicht mehr die Hände schmutzig machen, ihr wollt ja nicht mehr arbeiten, das ist auch ein Thema, was wir global hören. Also Dialog, zusammenkommen, ernst nehmen die Ängste, die auch Männer haben, das möchte ich auch mal ansprechen. Männer fühlen sich oft in einer sehr defensiven Haltung. Nein, den müssen wir mitnehmen und wir müssen miteinander sprechen und uns eigentlich klar machen, worum geht's. Und nicht immer nur auf die Frauen das alles abwälzen, die das alles leisten sollen. Wie schaut das konkret bei Ihnen im Projekt aus, diese Art des Empowerments? In Bezug auf die Frauen, man muss aufpassen, wenn man sagt, ja, die Frauen machen alles und die Männer machen weniger, besonders bei uns. Häufig machen die Männer schon was, nur sind sie nicht im Bild zu sehen. Als ich mein Vortrag machte, da war ein Bild von einem Mann, der auch im Garten arbeitet, und ich habe entschieden, ich nehme die Frau wegen bestimmter Gründe, aber man muss aufpassen, weil Männer machen ja auch mit, nur sind sie nicht so laut wie wir damit, nicht im Negativen, und die sind nicht so im Vordergrund. Und ich finde, wenn man die Diskussion in diese Richtung bringt, werden wir die Entwicklung verlangsamen, weil die Kinder sind da. Die müssen wir jetzt schon beibringen, wie sie anders essen, wie sie sich anders verhalten. Wenn wir jetzt auf unsere Männer warten, weil es gibt auch diese negative Seite, wovon wir reden, wir wissen das alle als Frauen, wird nichts passieren. Und da kann man den Kindern das nicht antun. Deswegen finde ich, für mich ist die Diskussion viel eher, welches Verhalten wollen wir haben? Und dann kann man nachher sich überstreiten, wer das machen soll. Aber machen müssen alle. Und wenn es heißt, dass die Frau das macht und der Mann nachkommt, weil sonst wir können nicht warten. Um was zu ändern, müssen wir jetzt schon agieren, müssen wir jetzt schon was machen, würde ich sagen. Ja. Gibt es noch einen Input, eine Frage? Ja, da oben ist ein, ja, Unterwürfel auch schon. Passt. Ja, genau. Meine Frage geht in Richtung dem Thema Kalkül und Courage und Lebensmitteleinzelhandel in Österreich, der sehr, sehr konzentriert und sehr mächtig ist. Allein wenn man sich anschaut, wie Eigenmarken halt irgendwie im Vormarsch sind und Bäuerinnen und Bauern unter Druck setzen. Und hier stelle ich mir die Frage, wird da politisch entgegengewirkt? Ist da die Politik couragiert genug, um hier die Macht vielleicht anders zu verteilen? Weil der Lebensmitteleinzelhandel hat nicht unbedingt Interesse an gesunden Konsumentinnen, sondern an Konsumentinnen, die viel Marge machen. Gut, wir haben jetzt keinen Vertreter aus der Politik da, aber möchte wer was über die Wahrnehmung dazu sagen, Frau Brenker? Vielleicht noch eine Erklärung dazu, wieso die Eigenmarken so attraktiv sind. Die sind so attraktiv, weil man die Produzenten dann austauschen kann, ohne die Verpackung ändern zu müssen. Und es ist eine Frage, wer ist sichtbar auch am finalen Produkt. Und egal, ob es um Kaffee geht, ob es um Produkte geht, die auf österreichischen Feldern produziert wird, dieses Wissen wird weniger. Und gleichzeitig will man den Konsumenten die Verantwortung aber geben, dann Entscheidungen informiert zu treffen, wobei die Informationen weniger werden.
Und da sind natürlich hilfreich direkte Beziehungen zwischen Konsumenten und Produzentinnen, können allerdings nicht die Menge abdecken, die es im Handel gibt, wo sich hier Veränderungen abzeichnen. Da bin ich überfragt, aber nächste Woche wird die Vision 2028 plus für die Landwirtschaft präsentiert. Ein Prozess, ein Stakeholder-Prozess, der in Österreich jetzt eine Zeit lang gelaufen ist. Also vielleicht schauen Sie dort hinein. Gut, gibt es noch Input, Fragen? Würfel fliegt, ja, passt. Na? Ist noch eine Hand oben? Da ist noch jemand. Danke. Mein Name ist Thomas Guggenberger, ich bin im Haus fürs QM zuständig oder mit zuständig und im Center for Development Research. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich vor über 10 Jahren unser Partner Estate in Lima, Peru besucht habe und in einem Artikel war zu lesen, dass sich der Quinoa-Export gesteigert hat, weil der Bedarf in den Ländern des globalen Nordens gestiegen ist. Das ist einerseits für die Landwirtschaft erfreulich und devisenbringend. Zum anderen hat es aber auch den Miteffekt, dass sich der Preis verfünffacht hatte und somit Quinoa für die einheimische Bevölkerung in weiten Teilen nicht mehr leistbar wurde und stattdessen wurden minderwertige Nahrungsmittel aus Europa importiert. Das ist eine bekannte Tendenz, die auch Frau Obama schon erwähnt hat. Wie kann man dem entgegensteuern? Frage ans Panel. Frau Lemke, wollen Sie da was dazu sagen? Ich habe es akustisch nicht alles ganz verstanden, muss ich gestehen. Ich habe dich nicht so gut verstanden, Thomas. Kannst du die Kernfrage noch mal kurz wiederholen? Naja, es geht um den Export hochwertiger Produkte in die Länder des globalen Nordens, was durchaus devisenbringend ist und gefördert wird. Allerdings zu Preissteigerungen in den Zielländern, also in den Ursprungsländern führt, sodass sich die Lokalbevölkerung oder weite Teile der lokalen Bevölkerung diese Nahrungsmittel nicht mehr leisten kann. Ja, genau. Also das gibt es da Strategien, dem entgegenzusteuern? Ja, es gibt im Menschenrecht auf Nahrung und Ernährung gibt es die extraterritorialen Regelungen, Verpflichtungen und das geht genau auf solche Exporte, die dann heimische Märkte kaputt machen, zum Beispiel Ghana, ich glaube Zwiebeln oder Tomaten, ja, Tomatenmark und auch Milchpulver und da kann man auch, also da gibt es die Möglichkeit im Zuge des Menschenrechts auf angemessene Nahrung und Ernährung dagegen zu klagen. Es gibt da auch Klagen von der Zivilgesellschaft, es gibt dann diese sogenannten Schattenberichte, wo die Zivilgesellschaft ihre Berichte vorlegt. Und es geht eigentlich nur mit Druck, mit einer breiten Mobilisierung und Druck auf die Politik. Und da ist eben die Zivilgesellschaft eine ganz wichtige Stimme, um auf diese Dinge aufmerksam zu machen, weil das verletzt das Menschenrecht auf Nahrung und Ernährung für die lokale Bevölkerung. Aber ich würde sagen, das ist auch bei uns ein Thema, wenn wir nicht die Wahl haben, ja, wenn wir in einem Ernährungssystem sind, wo das auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abgewälzt wird. Das ist schon ein Gesamtsystem, wo auch die Politik gefordert ist. Und da gibt es eben Instrumente wie das Menschenrecht auf, ich muss sagen, angemessene Nahrung und Ernährung, ja, weil es ist ja nicht egal, was wir essen. Es muss angemessen sein, adäquat und alle Definitionen, die wir dabei haben. Also da gibt es schon Instrumente und dafür brauchen wir aber auch die Menschen, die sich damit auskennen, Menschenrechtsorganisationen, die zum Recht auf Nahrung arbeiten, die einem helfen können, wie man dann vorgeht. Das Menschenrecht auf Ernährung ist nicht nur ein Thema im globalen Süden, auch bei uns. Also es wurde jetzt erstmals veröffentlicht eine Studie zur Ernährungsarmut in Österreich. 12%, das sind über 1 Million Personen, die in Österreich leben, sind moderater oder großer Ernährungsarmut ausgesetzt. Das heißt, die müssen entscheiden, ob sie Geld für Lebensmittel ausgeben oder die Miete zahlen oder den Strom bezahlen. Das heißt, das ist auch eine Frage bei uns,
auch wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass auf der einen Seite Überfluss und Lebensmittelabfall gibt und auf der anderen Seite Mangel, gerade auch in Zeiten der Inflation. Frau Baumer, Sie wollten noch was dazu sagen und gebe Ihnen damit auch gleich das Abschlusswort für die Runde. Ich wollte zu dem Thema mit dem Export dazu was sagen. Und zwar für uns ist es sehr, sehr schwierig, gerade was Sie gesagt haben, weil zum Beispiel, ich nehme Kenia als Beispiel. Wenn wir als Kenianer was ins Land importieren, müssen wir darauf Steuer zahlen und sehr, sehr viel, über 100% teilweise. Ausländische Firmen, die bei uns ansässig sind und exportieren, mussten nichts bezahlen. Das heißt, unsere Avocado, unsere Kaffee, unsere Tee, unsere Macadamia, unsere Moringa, wie auch immer, was nach Europa kommt, kommt sehr leicht aus dem Land raus. Was reinkommt, ist viel, viel schwieriger. Und was weggenommen wird, ist das, was uns ernährt. Und dagegen zu kämpfen, Sie reden von Menschenrechtsorganisationen und so weiter, Zivilgesellschaft, die ausgeschlossen würden von den verschiedenen Tischen, wo die nicht mit dabei sind, das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Gesetz bei uns, dass das so möglich ist. Und da ist die Frage, und deswegen sage ich, die Politik ist angefragt, und da komme ich wieder zu den Invidien, weil das sage ich immer bei mir, man kriegt die Leute an der Macht, die man wählt. You get the leaders you deserve. Da müssen wir als Individuen anders fungieren. Es geht nicht mehr zu sagen, einfach Vaterstaat dies, Vaterstaat das. Wir müssen als Menschen, nicht nur die Zivilgesellschaft, überlegen, was wollen wir erlauben. Und es ist, ich weiß die Lösung nicht, es macht ja Angst, man weiß nicht, man ist verunsichert. Aber es ist Tatsache, auch wenn man von Strategien redet, am Ende die Gesetze, die gemacht werden, werden in dem politischen Raum gemacht und meistens hat man wenig Macht, was dran zu rütteln oder zu ändern. Und da müssen wir überlegen, wie machen wir das, damit es anders ist, damit wir nicht ausbeuten, etc., etc. Ja. Also, du bist, was du isst und du kriegst, was du willst. In diesem Sinne sage ich Dankeschön, Charlotte Kottusch, danke Stefanie Lemke, danke Herr Erb, danke Frau Benker, Dankeschön Dr. Auma Obama für Ihren Input und diese Diskussion. Danke. Wir sind damit fast am Ende der heutigen BOKU-Zukunftskonferenz, die wir mit einem Abschlusstalk zum Wesen der BOKU-Forschung und dem, was wir heute mitnehmen, beschließen wollen. Ich bitte jetzt den BOKU-Vizerektor für Forschung und Innovation Christian Obinger zu mir, Wolfgang Liebert von der BOKU-Ethik-Plattform und Birgit Tauber von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft hier kurz Platz zu nehmen. Bitte schön. Herr Obinger, mache ich mit Ihnen gleich den Beginn. Die BOKU-Forschung hat sich heute hier wieder präsentiert im besten Licht. Was haben Sie mitgenommen? Wie wichtig ist denn dieser Diskurs auch, dass die Uni was aussendet? Ja, ich denke, die BOKU hat sich heute sehr, sehr gut präsentiert in einem Fachbereich, wo eben mehr als 150 Jahre Forschungs- und Lehrerfahrung besteht. Formate wie dieses, Zukunftskonferenz, aber vielleicht auch Lange Nacht der Forschung, Kinderuniversität und viele andere Formate sind sehr, sehr wichtig, um das, was an Universitäten passiert, tatsächlich in die Gesellschaft zu bringen. Ja? Die Universitäten haben sich da in den letzten Jahren sehr, sehr stark positiv entwickelt. Ich habe beispielsweise in den 80er Jahren Chemie studiert an der Universität Wien. Da war das Thema gesellschaftliche Verantwortung kein Thema. Ja, wir haben sicher damit nichts anzufangen gewusst. Seit 10, 15 Jahren ist es in das Bewusstsein der Universitäten gedrungen, dass wir mit der Gesellschaft interagieren müssen, dass wir besser kommunizieren müssen, dass wir Formate entwickeln müssen, wo eben Inhalte aufbereitet werden, transportiert werden. Und ich denke mir, dass diese Zukunftskonferenz natürlich ein sehr, sehr guter Weg ist, BOKU-Themen relativ breit zu streuen. Die BOKU vielleicht in dieser Runde soll es auch einmal gesagt sein, wir sind, was eben die Wissenschaftskommunikation betrifft,
sehr, sehr gut unterwegs. Die BOKU hat sich da sehr, sehr gut entwickelt. Wir interagieren mit sehr, sehr vielen Medien, mit den Printmedien. Es gibt sicher fast keinen Tag, wenn Sie eine Zeitung aufschlagen, wo es keinen Beitrag der BOKU gibt. Wir sind in den Radioformaten präsent und wir haben uns auch im Internet, also in den Social Media, sehr, sehr breit aufgestellt. Natürlich ist es immer zu wenig. Österreich ist ja, was die Wissenschaftsskepsis betrifft, leider eben Spitzenreiter, aber halt von unten gesehen. Wir müssen mehr machen, wir müssen immer mehr machen. Und die Universitäten werden auch vom Geldgeber, vom Steuerzahler, vom Bundesministerium stetig aufgefordert und das spiegelt sich auch in unseren Vereinbarungen mit dem Ministerium wieder, immer mehr zu machen. Ja? Was natürlich für unsere Kolleginnen und Kollegen nicht so leicht ist. Wir sollen sehr gute Forschung machen. Ja, das ist sozusagen die erste Mission, die man an der Universität erfüllen muss. Lehre ist natürlich genauso wichtig, die zweite Mission. Und das, über das wir gerade diskutieren, läuft an der Universität immer unter dem Begriff dritte Mission. Und all das sollen ein Forscher, eine Forscherin heutzutage an einer Universität leisten. Also das sind schon Herausforderungen, die es früher an einer Universität nicht gegeben hat. Also insofern bin ich natürlich sehr, sehr stolz über das, was heute passiert ist. Heute waren wir natürlich nur in einem BOKU-Thema unterwegs. Wir haben eine Reise, sind eine Reise gegangen von der Züchtung von Pflanzen, wir haben die Rolle der Chemie, der Gentechnik besprochen, wir haben über Lebensmittel der Zukunft diskutiert und haben natürlich auch gesehen, dass an der BOKU Gesellschaftspolitik, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und entlang dieser Lebensmittel-Wertschöpfungskette gibt es noch sehr, sehr viel mehr zu sagen. Also die BOKU hat viel zu sagen. So eine Zukunftskonferenz könnte auch 3 Tage dauern und ich glaube, das Thema wäre immer noch nicht tiefgreifend erschöpft. Das stimmt, so viele Ansätze gibt es, Frau Tauber. Forschungsförderungsgesellschaft hat natürlich da eine, ist ein wichtiger Partner, nicht nur für die BOKU, für alle Universitäten in Österreich, für die Forschenden. Der Herr Ubing hat es gerade angesprochen, wir leben in einer Zeit der Wissenschaftsskepsis. Welche Wege müssen da bestritten werden und wo sehen Sie da Ihre Rolle? Ja, ich glaube tatsächlich, dass so ein Format wie heute irgendwie der Schlüssel ist, Wissenschaft begreifbar und erfahrbar zu machen. Vielleicht eine kleine Episode. Ich war vor zwei Wochen in Portugal bei unserer Schwesterförderorganisation und die Portugiesen waren 2010 laut dem Eurobarometer, hatten eine ähnlich hohe Wissenschaftsskepsis wie in Österreich. 20 Jahre später, 2021, sind sie im Spitzenfeld und lieben ihre Forscher und ihre Wissenschaftler. Und ich habe gefragt, was macht sie anders als in Österreich? Und die haben 1998 begonnen, das war der damalige Wissenschaftsminister, selber ein Physiker, und hat das Programm Scientia Viva, also lebendige Wissenschaft, ins Leben gerufen und hat wirklich in enger Kooperation der Politik, der Wissenschaftler, Bildung, Kinder, Schüler, ein Programm aufgesetzt, dass die in Schulen gegangen sind, die haben Wissenschaftszentren erlebbar und erfahrbar für die Bürger und Bürgerinnen gemacht, die Gemeinden haben die Infrastruktur zur Verfügung gestellt und haben so mitpartizipiert und so sind die wirklich auf einem Weg des Lernens und des Verstehens der Wissenschaft gekommen und sind jetzt Spitzenreiter in der Wissenschaftsnähe. Und ich glaube, das ist auch ein Format, das hier gut gelungen ist. Was macht die FFG dazu? Für uns sind die Universitäten, Hochschulen ein sehr wichtiger Partner. Wir fördern im Grunde angewandte Forschung mit Unternehmen, aber es sind die Wissenschaftspartner da immer ein sehr guter Hebel, um eben die Unternehmen mitzunehmen, das Know-how hineinzubringen und einfach da einen guten Hebel zu haben, neue Technologien, aber auch soziale Innovationen in die Wirtschaft zu bringen. Das sind natürlich ganz breit gefächerte Themen. Welche Rolle spielen da die Themenfelder, die wir heute verhandelt haben, Ernährung und Landwirtschaft? Ja, also wir hatten im letzten Jahr ungefähr 75% unserer Förderungen, waren 580 Millionen Euro, die Nachhaltigkeitsaspekte bereits gehabt haben. Und das ist natürlich sehr breit gefächert. Das sind ökologische, ökonomische oder soziale Nachhaltigkeitsaspekte. Und diese ganzen Ernährungsthemen, also man sieht, dass auch ein großer Need und eine große Kreativität auch in den Unternehmen bereits passiert.
fängt an mit Lebensmittelverschwendung, mit Recyclingwegen, mit alternativen biotechnologischen Methoden Nahrungsmittel herzustellen. Also da passiert schon sehr viel und es ist immer gut, auch einen Anschub dann aus der Wissenschaft dazu zu haben. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich da in den letzten ein, zwei Jahren sehr, sehr viel bewegt hat. Herr Liebert, Sie sind Vertreter der Ethikplattform der BOKU, haben 2022, also jetzt schon vor 2 Jahren, das Memorandum Zukunft der Uni veröffentlicht, wo Sie auf eben diese stärkere Zukunftsverantwortung der Wissenschaft und der Universitäten einfordern. Wie könnte die ausschauen? Ja, lassen Sie mich vielleicht erst mal sagen, wir sind natürlich hier an der BOKU nicht die Experten für Ethik aus einer philosophischen Perspektive, sondern eher aus einer Perspektive, dass wir merken, wir müssen offensichtlich Verantwortung auch für die Welt mit übernehmen. Also das können wir nicht an andere einfach delegieren. Und dann muss man den Bogen vorsichtig größer ziehen und klar machen, dass es ja um Orientierung im Handeln geht. Wir müssen es auch im Forschungshandeln, das ist auch ein Handeln, müssen wir uns orientieren. Wir müssen über Leitlinien nachdenken. Und wir haben ja heute sehr deutlich gehört, dass wir schon jetzt auf einem Planeten leben, der unter Druck geraten ist. Durch unser individuelles Handeln, unser kollektives Handeln, teilweise auch getrieben durch Machtinteressen. Und dann ist klar, jetzt ganz direkt gesagt, wir brauchen eine Veränderungsethik. Das ist ein Wort, den hat Bloch vor 50 Jahren geprägt. Und wir müssen deshalb Fragen stellen. So fangen wir an, wenn wir ethische Diskurse führen. Wir müssen Fragen stellen. Und da gibt es vielleicht so ein paar Grundsatzfragen, die eigentlich mehr oder minder wahrscheinlich allen so ein bisschen vertrauter geworden sind. Wollen wir weiter rein menschenzentriert vorgehen, oft dann auch eurozentristisch, sogar österreichzentriert? Das hat immer Gefahren, dass wir weiter in eine Sackgasse rennen oder dass wir soziale Ungerechtigkeiten erzeugen oder erhalten. Wir haben aber vielleicht auch eine andere Möglichkeit. Also radikal anders wäre, wenn wir sagen, wir müssen lebenszentriertere Leitlinien finden. Das würde bedeuten, dass wir uns auch verantwortlich fühlen für unsere lebendige Mitwelt, mit der wir koexistieren, von dem wir wechselseitige Abhängigkeiten zunehmend erfahren und merken. Und dann entsteht ein neues Bild. Und dieses neue Bild muss uns dazu führen, dann auch zu überlegen, was bedeutet das für uns individuell, als normale Menschen, die wir essen, die wir leben, aber auch als Forschende. Und was bedeutet das kollektiv für uns als Österreicher, Europäer, Weltbürgerinnen? Und was bedeutet das für uns als Forschende? Und dann werden wir feststellen, okay, es kann nicht beim Individuellen stehen bleiben. Wir müssen auch kollektiv Fragen stellen. Und diese kollektiven Fragen, da zitiere ich gerne so Aristoteles, der sagt, naja, die Menschen orientieren sich nicht so sehr nach ihren Werten und folgen denen nach, sondern sie brauchen irgendwie auch Zwang. Und das führt beim Aristoteles dazu, der sagt, wir brauchen Gesetze. Heute würden wir vielleicht ein bisschen moderner sagen, normative Zielsetzungen und normative Rahmenbedingungen sind wichtig. Und noch moderner würde man sagen, ja, das kann nicht verordnet werden, das müssen wir im Diskurs klären. Und dann sind wir eigentlich bei sowas wie einer Ethikplattform angekommen, dass wir versuchen, im Diskurs etwas schon mal vorzuführen, dass man sich vielleicht auf bestimmte Dinge einig werden kann, Fragen stellen kann und nicht gleich um die Antworten geben muss. Und dann fällt vielleicht auch auf, dass wir zurückfragen müssen, das, was bisher normativ gültig war oder was wir für gültig gehalten haben, müssen wir dann kritisch hinterfragen und möglicherweise dann auch neue Normen aushandeln, neue Normen setzen. Und dann wandelt sich der normative Diskurs zu einem politischen Diskurs. Und das würde jetzt für unser Thema Ernährung, Landwirtschaft, vielleicht Landwirtschaft besonders bedeuten, dass die Politik sich auch trauen muss, passende Rahmensetzungen zu erfinden und vielleicht auch aus der Wissenschaft Impulse dafür zu kriegen, aus Beteiligten, aus erfahrenen Menschen, die überall vor Ort auch existieren. Und vielleicht ist da ein Druck dahinter, es wurde ja mal ausgerechnet, dass wir mit diesen vielen grünen Revolutionen, die ja gute Gründe hatten, da ging es immer um Produktivitätssteigerung, hatte ja gute Gründe.
Hungerkatastrophen gibt es viel weniger als noch vor Jahrhunderten. Aber es hat auch Schädigungen gegeben. Und es ist ausgerechnet worden, ich hoffe, dass die Zahlen auch auf dem aktuellen Stand sind, wenn man das auf Österreich umlegt, pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche sind das so grob 400 Euro an Schädigungen, die man aufsummieren kann. Das bedeutet ja, dass die Politik, die wir ja eigentlich mitbestimmen, wir sind ja das Staatsvolk, dass die finden muss, Möglichkeiten der Rahmenbedingungen, die normativ gesetzt sind. Und Landwirtschaft kommt ohne Subventionen hier nicht mehr aus. Also könnten doch auch die Subventionen, sagen wir mal, freundlicher Förderungen, auch normenzentriert sein. Nur da gibt es noch Subventionsförderungen, wo es wirklich in die Richtung geht, die wir gemeinsam wollen können, gemeinwohlorientiert. Dann wird es eigentlich ziemlich spannend. Und damit habe ich vielleicht den Bogen so ein bisschen gespannt. Sie haben den Tag wunderbar sozusagen zusammengefasst. Besser ging es nicht. Darf mich an der Stelle bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen und für das Gespräch bedanken, bei Ihnen für Ihr Interesse, bei allen, die da waren. Es waren Forschende, es waren Vertreter der Unternehmen, es waren Landwirte und Landwirtinnen, die da sind. Die beiden Damen, die heute um 4 Uhr früh aufgestanden sind im Mühlviertel, um das Vieh zu versorgen, um nachher heute hierher zu kommen. Die haben sich einen Applaus verdient, finde ich, wie Sie mir erzählt haben. Ich danke natürlich den Speakern und Speakerinnen, die heute da waren. Ich darf jetzt noch zwei Hinweise abschließend für Sie haben. Der TÜWI-Verein, den kennen die Studierenden sowieso alle, der Verein für Integration, Kommunikation und Interaktion, feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einem Sommerfest gleich vis-à-vis im Türkenschanzpark. Das läuft schon seit einer guten Stunde, also nichts wie hin. Und der TÜWI-Verein hat sich neu aufgestellt. Hier heißt es so schön, wir sind jetzt dabei, die selbstverwaltete Versuchswerkstatt für zukunftstaugliche Ideen wieder von Staub und Spinnfäden zu befreien und ihren Glanz zurück in unsere Herzen zu bringen. Na bitte, wenn das keine Einladung zum Sommerfest ist, dann weiß ich nicht. Lange Nacht der Forschung ist gefallen, ist jetzt am 24. Mai, also über noch in allen Universitäten und Forschungseinrichtungen in ganz Österreich. Die BOKU ist selbstverständlich mit dabei. Wichtiger Hinweis: Das Gemüse, das Obst darf nicht überbleiben. Bitte, ich hoffe, alle nehmen sich mit, was immer sie ihnen schmeckt, was sie wollen. Ich sehe Kartoffel, ich sehe Fenchel, ich sehe alles Mögliche von da. Viel Radieschen, frische sind dabei. Bitte nehmen Sie sich was mit. Und ich darf jetzt vielleicht an der Stelle die Rektorin bitten, so offiziell, wie sie die Konferenz eröffnet hat, sie jetzt auch zu einem Ende zu bringen. Bitte schön. Ich mache das jetzt aber ganz inoffiziell. Ich fand diese Konferenz heute ganz, ganz wunderbar, hochspannend, und ich glaube, es hat gezeigt, was die BOKU alles zu bieten hat. Wir sind wirklich eine Universität der Vielfalt der Zukunftsthemen, und ich möchte mich jetzt nicht zu weit hinauslehnen, aber ich denke, wir haben noch viele, viele Themen für weitere Zukunftskonferenzen, und das hat mich heute wirklich inspiriert. Ich danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ich danke Frau Stöckl für die hervorragende Dankeschön. Moderation. Das hat sich einen Applaus verdient. Dankeschön. Danke. Oh, ganz genau. Dankeschön. Danke, danke, Astrid. Frau Stöckl ist uns ja wirklich verbunden über die Jahre schon. Sie sind das uns stimmt. richtig ans Herz gewachsen. Dankeschön. Danke, dass Sie auch. Dabei sind. Ihnen allen. Ich gehe immer gescheiter nach Hause, als ich gekommen bin. Ja, das geht mir ganz genauso. Man lernt nie aus. Das ist das Schöne an einer Universität. Ja, wir feiern weiter beim TÜWI und sagen jetzt noch einmal ganz herzlichen Dank und Ihnen allen danke fürs Kommen und schönen Abend. Dankeschön.